Ja, ganz herzlich willkommen zum Webinar über das Carbon Farming. Die EU-Kommission will ja bis 2050, das heißt, sie muss ja spätestens bis 2050 klimaneutral werden. Und eine Idee, wie man das schaffen könnte, ist, Kohlenstoff im Boden zu versenken, also Humus aufzubauen als CO2-Senke auf landwirtschaftlichen Böden. Und dazu sollen, so die Idee, Landwirte entlohnt werden. Das ist die Idee von Carbon Farming, dem Zauberwort von Landwirtschaft und Klimaschutz. Und die Idee klingt natürlich erstmal gut, denn Carbon Farming, also Humus im Boden, ist irgendwie eine seit Jahrtausenden bewährte Technik, die schon die weidenden Rinderherden praktiziert haben. Aber die Idee ist gar nicht so einfach umzusetzen und vielleicht stecken auch Gefahren dahinter. Das wollen wir alles heute diskutieren. Ich bin Tanja Busse, ich bin Journalistin, Moderatorin, schreibe Bücher über alle Themen rund um Landwirtschaft, Konsum, Biodiversität und ich bin oder möchte Carbon Farmerin werden auf dem Bauernhof meiner Eltern durch Agroforst. Und deshalb freue ich mich so, dass ich heute moderieren darf und die Tücken und Chancen des Konzeptes erkunden darf. Wir sind heute ja im Webinar. Das heißt, Sie alle können nicht direkt Fragen stellen. Das würde den Rahmen hier sprengen, denn wir sind tatsächlich 460 Anmeldungen gab es, also wir sind ein großer Saal. Stellen Sie sich ein sehr großes Interesse also am Carbon Farming vor. Aber Sie können natürlich Fragen stellen. Wenn es technische Fragen gibt, dann nehmen Sie bitte den Chat und schreiben an Lara Schmidt im Büro von Martin Häusling. Die hilft Ihnen dann gerne. Und alle inhaltlichen Fragen bitte über F&A oder Q&A, also über das Fragentool. Und da können Sie auch die Fragen von anderen liken. Dann habe ich eine Chance, also tun Sie das bitte, dann habe ich eine Chance, die Fragen rauszuwählen von den vielen, die Sie stellen werden, die meisten interessieren. Genau, also alle Fragen werden vermutlich nicht beantwortet werden können bei 460 Teilnehmern. Und noch eine Einladung, wenn Sie gerne twittern mögen, dann nutzen Sie den Hashtag AgriTalkCarbon, also AgriTalk, TALK und Carbon mit C, wie das Englische. Der englische Kohlenstoff. Ja, so viel von mir für den Anfang. Der Gastgeber hat zunächst natürlich das Wort, denn ohne den wären wir heute gar nicht zusammengekommen. Er ist der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, selber Biobauer und damit vermutlich schon seit Generationen ein Carbon Farmer. Und er hat auch einen Studienauftrag gegeben bei der Bodenexpertin Dr. Andrea Beste, die Carbon Farming eher skeptisch beurteilt und auch erklärt, warum. Es gibt auch auf der Webseite von Martin Häusling ein Positionspapier. Also, wo liegen die Tücken? Martin Häusling, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Tanja Busse, für die Anmoderation und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute das zu gestalten. Und ich war ehrlich gesagt auch überrascht von den vielen Anmeldungen, die wir haben und das sehr unterschiedliche Anmeldungen, wer sich da alle eingehackt hat. Jetzt finde ich spannend, weil tatsächlich, ich glaube, ein Teil findet das spannend, weil die Kommission ja sagt, okay, ein neues Mittel, um den Landwirten auch eine Einkommensmöglichkeit zu schaffen. Und die anderen sagen, ja, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, nachhaltige Landwirtschaftspositionen zu fördern. Und wieder andere sagen, das ist alles Quatsch, das ist alles jetzt nur eine neue Finte, um sozusagen sich klimaneutral zu rechnen. Aber in Wirklichkeit passiert da gar nichts. Ich sage es auch mal vorneweg, weil ich denke, die Diskussion lenkt auch ein bisschen davon ab, dass die Landwirtschaft ja auch einen Auftrag hat, klimaneutral zu werden. Und wir noch weit davon entfernt sind. Die neue GAP trägt nicht dazu bei. Das hat Herr Lagner in seiner neuen Studie sehr deutlich gemacht. Und deshalb muss die Landwirtschaft auch ihren Teil dazu beitragen. Ich nenne nur das Stichwort mineralische Düngung, Stickstoff, mineralischen Stickstoff reduzieren. Gleichzeitig aber auch Flächenbindung der Tierhaltung, also von überhöhten Tierbeständen wegkommen. Das sind Punkte, die wir nicht vernachlässigen sollten und schon gar nicht außerhalb der Diskussion stellen. Und ich habe ja gesagt, wir hatten im Agrarausschuss in Brüssel schon mehrere Diskussionen. Der Agrarrat hat das letzte Mal sehr intensiv darüber diskutiert. Und alle haben so schnell das Wort im Munde, das ist doch eine neue Einkommensmöglichkeit für die Bauern. Und wenn man dann weiter nachfragt, ja, was denn und wie soll es dann honoriert werden, dann wird es dünne. Und das hat die Kommission angekündigt, im Herbst dann ein Papier vorzulegen. Wie kann man CO2-Zertifikate denn auch rechnen? Wie wird das funktionieren und wie soll das honoriert werden? Und was mich da auch ein bisschen wundert, es sollen in erster Linie auch Maßnahmen sein, die privatwirtschaftlich gemacht werden. Also auch das sozusagen ein Punkt, wo man drüber diskutieren muss. Wo ich die Gefahr sehe, und damit möchte ich auch schon schließen, dass wir uns die Welt da wieder ein bisschen schönrechnen, nach dem Motto, okay, ich fliege jetzt wieder nach Malle,
Und dafür baut mein Bauer jetzt ein bisschen Zeh in den Boden und dann ist die Sache geritzt. Das darf nicht passieren. Das ist nicht die Sache, die wir anstreben wollen, sondern alle Bereiche müssen eine CO2-Minderung betreiben. Und ob tatsächlich es in den Böden so funktioniert, wie sich das viele vorstellen, das werden wir jetzt diskutieren. Und dafür haben wir eine Menge Experten eingeladen. Und ich denke, das wird für alle sehr unterhaltsam. Ja, und lehrreich hoffentlich. Und trotzdem kommen am Ende Möglichkeiten raus, wie Landwirte Geld verdienen können und Landwirtinnen, denn das ist ja nach wie vor ein ungelöstes Nebenproblem auch noch. Ganz herzlichen Dank, Martin Häusling. Und ja, wir wollen ja in der zweiten Stunde diskutieren, welche politischen Regelungen im Gespräch sind, mit auch einem Vertreter aus der EU-Kommission und welche es bräuchte, um tatsächlich Humus in den Boden zu kriegen, aber ohne diese Fallstricke, die Martin Häusling gerade genannt hat. Aber vorher kommen vier Fachleute aufs Podium, die über Ackerboden, über Grünland, über Moor und über Agroforst sprechen können und wie viel Humus da gespeichert werden kann und ja, ob und wie man das messen und honorieren könnte. Deshalb bitte ich Sie zu begrüßen den Mitbegründer und Vorsitzenden der IG Gesunder Boden. Franz Rösel ist bei uns. Herzlich willkommen, Herr Rösel. Und die Veterinärin und Mediatorin und Grünland-Expertin und die Autorin des Buches Die Kuh ist kein Klimakiller, Dr. Anita Idel. Herzlich willkommen. Der Landschaftsökologe und Moorforscher und, ich habe gestaunt, schon emeritierter Professor der Uni Greifswald, Hans Josten ist da. Herzlich willkommen, Herr Josten. Er sitzt vor einem winzigen Ausschnitt seiner gigantischen Moorbibliothek. Wenn Sie mögen, können Sie die Kamera einmal drehen, damit wir sehen, wie viele Bücher es über Moore gibt. Und das ist nur ungefähr ein Viertel, hat er eben erzählt. Und ich hoffe, aus Nairobi ist dabei der Agroforst-Experte und Senior Science Policy Advisor beim World Agroforestry Center in Nairobi, also beim Welt-Agroforst-Forum, Patrick Worms. Ich lese schon seinen Namen, die Leitung hat also geklappt. Herzlich willkommen. Schalten Sie gerne noch die Kamera ein, dass wir Sie auch sehen können. Wir haben uns überlegt, in dieser Stunde, die wir Zeit haben, wollen wir zunächst über die Chancen sprechen und dann über die Frage, wie könnte man es denn honorieren und messen vor allen Dingen. Hallo Herr Worms, toll, dass Sie da sind, auch mit vielen Büchern. Und dann wollen wir Zeit haben, Ihre Fragen zu beantworten an das Team. Ja, also wir würden jetzt also fragen, wie kann die Art und Weise der Bewirtschaftung den Aufbau von Humus fördern und ja, wo sind Chancen, wo sind Grenzen? Und ich würde gerne mit dem Acker sozusagen beginnen, den Acker darf Franz Rösel von der IG Gesunder Boden beackern, der sich seit vielen Jahren durch seine Arbeit als Gründer und Leiter der IG Gesunder Boden dafür einsetzt, dass dieser Wert des Bodens viel mehr wieder ins Zentrum rückt. Franz Rösel, aus Ihrer Sicht, gibt es da Chancen für Carbon Farming? Wie kriegen wir Kohlenstoff in den Boden? Ja, vielen Dank, Tanja Busse. Grüß Gott in die Runde. Ich denke, das Wichtigste ist das, dass wir erstmal verstehen, dass Kohlenstoffeinlagerung im Boden nicht gleichbedeutend ist mit Humuseinlagerung. Das ist der Punkt, der stillschweigend vorausgesetzt wird, oft in Diskussionen, wo man aber auch sagen muss, dass es einfach fachlich nicht richtig ist. Und wenn man das jetzt mal sacken lässt, dann muss man sich ja die Frage stellen, welche Kohlenstoffform ist denn eigentlich die richtige Form, damit das auch einen Sinn macht? Weil wenn wir über Humus sprechen, sprechen wir über das Ergebnis eines symbiotischen Prozesses, eigentlich über das Lebendige im Boden. Und das, was wir immer so schön bezeichnen, Boden als Organismus begreifen, aha, also nicht etwas, sage ich mal, eine Staubschicht, wo man nur Nährstoffe zugibt, sondern aha, das hat irgendwie ein eigenes Leben, zwar anders als wir, aber eben was Lebendiges. Und das Kohlenstoffelement eben, das ist so eine Art Motor. Das steckt sozusagen in allen Lebendigen drin. Also das heißt, die Kohlenstoffform entscheidend ist. Es geht also nicht darum, einen stabilen Kohlenstoff sozusagen im Boden einzulagern, damit es möglichst persistent bleibt, um Gottes Willen. Wir brauchen den Kohlenstoff ja, um das Bodenleben zu ernähren, zu aktivieren, um das Ganze ja, divers zu machen, lebendig zu machen. Nur dann haben wir diesen gesunden, humusreichen, lebendigen Boden, der ja Grundlage für uns alle ist, gesundes Wasser, gesunde Pflanzen, Tiere und Menschen. Also und da gibt es aber eine Chance im Ackerbau, wie ganz kurz vielleicht noch, wie müsste man ackern, um möglichst viel Humus in den Boden zu kriegen? Und ist der dann auch beständiger? Genau, also zunächst gibt es natürlich Techniken, indem man die möglichst diverse Pflanzengemeinschaften kultiviert, indem man
Ackerbausysteme Welt, die tatsächlich auch in den Unterböden Kohlenstoff einlagern können. Das Thema Agroforst ist da im Hinterkopf, das Thema Permakultur, syntrophische Landwirtschaft, da gibt es verschiedene sozusagen Richtungen, wo man weiß, wir können auch tatsächlich in den Unterböden tatsächlich Kohlenstoff einlagern. Da ist, wenn man so möchte, durch ein angepasstes Landnutzungssystem auch tatsächlich viel Potenzial. In den Oberböden ist es sehr kritisch zu sehen, weil wir ja auch wissen, dass wir eine gewisse Klimaveränderung haben. Da können wir eigentlich froh sein, wenn wir den Humusgehalt im Großen und Ganzen halten können. Also signifikante Kohlenstoffeinlagerung im Ackerbau zu erreichen, ist fachlich nicht begründbar. Erstmal eine skeptische Aussage, aber ich habe Anita Edel nicken sehen, als Sie sagten, der Boden ist lebendig. Und es gibt ja diesen wunderbaren Satz, der offenbar tatsächlich alle Bodenkundler bestätigen es, der also stimmt, dass in einer Handvoll Boden mehr lebendige Organismen sind als Menschen auf der Erde. Das gibt so eine kleine Vorstellung davon, dass wir über etwas ganz Lebendiges reden, was man mit NPK-Bilanzen gar nicht genügend erfassen kann. Anita Edel, das Grünland, wie sieht's da aus? Wie weit kann das Grünland helfen, die Klimakrise zu begrenzen? Wie weit kann da mehr Humus in den Boden? Wie müsste das denn gehen? Und welche Art von Grünland könnte da eine Chance sein? Jo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr spannend und einfach eine Chance für die Zukunft. Ja, warum ist jetzt in diesem Kontext Dauergrünland so wichtig? Jetzt kann man natürlich ganz lapidar sagen, weil es weltweit so viel davon gibt. Ne? Dauergrünland ist die erfolgreichste Pflanzengesellschaft, wenn wir sehen, dass keine andere mehr Landfläche bedeckt, belebt, bewächst. Aber warum ist jetzt Dauergrünland so erfolgreich? Und das muss man umso mehr fragen, als Dauergrünland ja in vieler Hinsicht, also Gräser in vieler Hinsicht völlig anders sind als alle anderen Pflanzen. Aber insbesondere deshalb, weil sie sich regelmäßig ihrer eigenen Pflanzenbiomasse berauben lassen. Und dennoch sind sie die erfolgreichste Pflanzengesellschaft. Das heißt, für uns ist es völlig selbstverständlich, dass man beweiden kann, dass man mähen kann und dass das dann da immer weiter wächst. Der Grund dafür ist eben eine Koevolution. Millionen Jahre zwischen Weideland und Weidetieren. Jetzt ist Koevolution was völlig Normales. Ne? Kein Lebewesen kann isoliert von anderen sich entwickeln. Aber ausgerechnet diese, die jetzt so flächenmäßig auf allen Kontinenten vertreten ist, die nehmen wir als solche gar nicht wahr. Andere Pflanzen haben ja eine völlig andere Wachstumsdynamik entwickelt. Die brauchen erheblich viel Energie, um sich dagegen zu wehren, gefressen zu werden. Ja, wir können das sehen, Stacheln oder Dornen. Was wir nicht sehen, was alle Pflanzen machen, dass sie durch die Bildung von Bitterstoffen versuchen werden, nicht gebissen zu werden. Die Gräser wehren sich nicht und sind die erfolgreichsten. Und noch mehr, durch die Nutzung, also das Mähen oder Beweiden, wird ein Wachstumsimpuls ausgelöst und das erhöht dann noch die Photosyntheseleistung. Im Resultat speichern Graslandökosysteme weltweit mehr Kohlenstoff als Waldökosysteme. Und Ökosystem heißt hier oberirdisches Wachstum, unterirdisch die Wurzeln und eben der lebendige Boden. Jetzt ist es ja generell überhaupt erfreulich, dass überhaupt in der Klimadebatte mal nicht nur über technische Antworten nachgedacht wird. Aber wenn, dann ist es eben in der Regel nur in Anführungsstrichen der Wald. Der ist natürlich unverzichtbar, vor allen Dingen für den Regenwald, für den Weltwasserhaushalt. Aber an das Grasland denken wir eben in der Regel nicht. Jetzt manchmal für eine Folie teile ich mal eben meinen Bildschirm. Ich hoffe, das funktioniert. Mal gucken. Ja, können Sie das sehen? Sieht gut aus. Ja, so, wunderbar. Wir sehen eine Folie mit vielen Wurzeln. Üblicherweise stehen dann oben Bäume. Das heißt, wenn eben diese Vorstellung von Carbon Sequestration, wenn man da unterwegs ist, dann hat man eben üblicherweise die Vorstellung, es geht um die Bäume. Und ist es so, 80% der Bodenbildung und im Dauergrünland sogar noch mehr, entstammen aus Wurzeln, aus Wurzelbiomasse. Und bisher gehen die Klimamodelle alle davon aus, je mehr Wurzelbiomasse, desto mehr Bodenbildung. Und dann gibt es seit einem Jahr, liegt eine Meta-Studie vor, 105 Studien sind da ausgewertet worden, Wald- und Graslandökosysteme
Und das Entscheidende ist eben, es ist nicht die reine Quantität der Wurzelbiomasse, die entscheidend ist, sondern die Qualität. Denn Bodenbildung findet immer am Ende der Wurzeln statt. Und hier kommen die Gräser ins Spiel, weil Gräser sind Feinwurzler. Das heißt, sie haben besonders viele Wurzelende. Es geht also hier um die Quantität der Feinwurzeln und nicht um die generelle Wurzelquantität. Und insofern geht es auch dann nicht nur, in Anführungsstrichen, um das nicht ackerfähige Land, wo wir eben Beweidung als Möglichkeit und Notwendigkeit der Nutzung haben, sondern eben auch darum, noch drei Sätze, es geht darum, dass die fruchtbarsten Großebenen auf unserem Planeten Erde, die Prärien, die Pampas und auch unsere 100-Punkte-Böden, die haben alle eine Steppengenese. Also in dem Fall entstanden aus jahrtausendelange nachhaltiger Beweidung. Insofern also jetzt das Besondere der Gräser, warum bergen die Graslandökosysteme mehr Kohlenstoff als die Waldökosysteme weltweit bei ähnlicher Fläche? Sie investieren nicht vorrangig in ihre Biomasse, in ihre eigene Baumpflanzenbiomasse, das Holz, sondern sie investieren vorrangig in ihren eigenen fruchtbaren Boden. Und diese, da kommen wir drauf zurück, biologischen Prozesse, die müssen halt gefördert werden, und zwar sowohl durch Forschung als auch durch Geld, durch Förderung. So, vielen Dank. Jetzt mache ich mal meinen Bildschirm wieder frei. Ja, ganz herzlichen Dank für die schöne Sicht auf das Gras, das wir ja dann immer falsch sehen. Wir sehen oben den kurzen Grashalm, aber wir müssten uns immer die Wurzel mit vorstellen. Das wird mir immer wieder klar. Es war eine Frage, wie Sie Dauergrünland definiert haben. Darin geht es natürlich auch um die Savannen. Sie haben es eigentlich schon gehört, ne? Als Ökosystem sind alle Graslandschaften gemeint. Die mineralischen Böden, ja, ganz klar getrennt von den Mooren, die eben völlig andere Wachstumsdynamiken haben, und Graslandökosysteme in mineralischen Böden aufgrund der genannten Gründe, Feinwurzler, eben dieses größte Senkenpotenzial, was wir da haben. Genau, also wir sind nicht nur auf der Weide in Mitteleuropa, sie sind auf der ganzen Welt unterwegs. Und das war schon der perfekte Übergang zum Moorboden, über den wir jetzt nämlich reden. Und ich glaube ja, einen der bekanntesten Hoffnungsverbreiter für Moorlandwirte, der nämlich sagt, man kann auch in Mooren was anbauen. Paludikultur ist möglich, da kommt auch was raus, was man verwenden kann. Aber jetzt erstmal die Frage, Herr Joosten, die Moore, Klimaschutz, Carbon Farming, was kann man da tun, um wieder Kohlenstoff in den Boden zu versenken? Was muss getan werden? Und ist das eine Möglichkeit, Carbon Farming aus fachlicher Sicht eines Moorfachmanns mit 40.000 Moorfachliteraturbüchern im Rücken? Ja, bei Moore geht es nicht so sehr darum, um Kohlenstoff zu versenken, aber in erster Instanz, um Kohlenstoff im Boden zu lassen. Die Moore werden, wenn sie verwendet werden, entwässert. Und das ist eigentlich nur eine kleine Fläche auf Erde, die entwässert ist. Eigentlich ist die Fläche an Moore eigentlich sehr beschränkt. Wir haben nur 3% Moorfläche auf dem Land der Erde. Aber diese 3% enthalten doppelt so viel Kohlenstoff als alle Biomasse von aller Wälder der Welt auf 27% der Erdoberfläche. So, das ist richtig Kohlenstoff pur. Diese Kohlenstoff bleibt behalten, ähnlich wie Spreewaldgurke, weil sie unter Wasser in etwas saureren Umständen sauerstofflos aufbewahrt bleiben. Und ähnlich wie Spreewaldgurke, wenn man den Saft ablässt, rottet das Zeug weg. Und das genau das geschieht, wenn wir die Moore entwässern für vor allem Landwirtschaft. Wir haben etwa in der Welt 15% oder weniger der Moore entwässert. Aber die sind weltweit verantwortlich für 5% aller anthropogene Treibhausgasemissionen. In Deutschland ist es so, dass wir fast alles entwässert haben, 83% für die Landwirtschaft, und die sind verantwortlich für 6,7% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland. Das ist das Problem. Wir müssen erstmal sorgen dafür, dass wir diesen Kohlenstoff im Boden halten. Wir reden über, sag mal, die entwässerte Moore in Deutschland, die 7% der Landfläche
unter landwirtschaftliche Nutzung einnehmen, die sind verantwortlich für 37% aller Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft in Deutschland. In der EU ist es so, dass es 3% Landwirtschaft auf Moorböden gibt und diese 3% sind verantwortlich für 25% aller Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft, einschließlich Methan von burpsende Kühe, einschließlich Lachgas von Düngung. Das ist richtig eine ganz kleine Fläche, die sehr viel Treibhausgase verursacht und das muss angehalten werden. Die einzige Weise, um das anzuhalten, ist zu wieder vermessen. Dann haben wir natürlich das Problem, dass die Moore entwässert sind für Produktivität, um etwas zu erzeugen. Deshalb haben meine Vorvater das und Vormutter das auch alles gemacht und so weiter. So, wenn wir müssen wieder vernässen, weil ohne die Wiedervernässung können wir einfach unsere Emissionen nicht auf Null zurückdrehen, die Nettoemissionen selbst nicht. Es ist schon ausgerechnet, wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir es gerade, wenn wir 60% aller Moore, die in der Welt entwässert sind und alle Moore schützen, die noch gut sind, wenn wir 60% wieder vernässen, dann schaffen wir die Landsektor gerade neutral zu kriegen. Das bedeutet, dass die Wälder wachsen für die Katze und dass die Mineralböden auch Kohlenstoff speichern für die Katze. Das ist das große Problem. Wir schaffen das nicht, ohne das Loch der Moore zu stopfen. Das geht nur durch diese Moore wieder zu vernässen und dann haben wir zwei Wahlen. Erstens, aus der Produktion holen und neue nasse Wildnisse machen. Ganz schön, sehr schöne Ökosystemdienstleistungen, bringt auch was, müssen wir sicher teils auch tun, weil das bringt Biodiversität und das mangelt uns auch. Aber weil wir gerade diese Fläche entwässert haben für die Landwirtschaft und wir eigentlich immer weniger auf Land verzichten können, es sei, dass wir das Fleisch aus unserer Konsumption, das löst auch sehr viel, aber wenn wir das nicht tun, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir diese entwässerte Moore nass nutzen können. Und das ist Paludikultur. Das sind die Sachen, die wir entwickeln. Damit kann man sehr viel Emissionen reduzieren. Dann muss man denken an 20, 30 Tonnen pro Hektar pro Jahr, so in Deutschland. So, das ist viel mehr, als wir jemals speichern können in Wäldern oder im Boden. Aber man muss natürlich Verfahren entwickeln, dass man unter nassen Bedingungen Pflanzen anbauen und auch ernten kann und nutzen kann. Das im Großen und Ganzen, was die Problematik ist. Natürlich, nasse Moore speichern auch Kohlenstoff. Aber die Menge ist nicht so groß. Sag mal, alle jetzt lebenden Moore auf Erde, 85%, die noch nicht geschädigt ist, die speichern an Kohlenstoff gerade 1%, was wir jährlich als Menschen in die Luft blasen. So, die Moore werden die Welt nicht retten. Das werden wir selbst machen müssen. Aber wir müssen erst aufhören, die Emissionen in die Luft zu schmeißen und dann, nach der Wiedervernässung, können die Moore auch wohl geringfügig speichern. Senken werden unglaublich wichtig, weil so viele persistente Senke wird es nicht geben. Wir haben wenig. Also die werden unglaublich wichtig und Moore können da ihren Teil zu beitragen, aber erst muss die Emission angehalten werden. Ganz herzlichen Dank, Herr Joosten. Das wäre meine Nachfrage gewesen, ob man die wieder vernässten Moore denn nicht auch zu speichern machen kann. Aber Sie haben ja die Hoffnung auf eine sehr, sehr kleine Menge reduziert. Erstmal geht es ja wirklich um das Stoppen dieser Emissionen, die man ja so gar nicht wahrnimmt. Ganz herzlichen Dank. Aber auch da stecken Chancen und es ist ein wirklich, wirklich großer Treiber, der Moorschutz, die wieder vernässten Moore. Und umso größer ja natürlich der Bedarf, dass man irgendwas anfangen kann. Biodiversität bringen die Moore ja auch. Aber was zu ernten ist ja für Landwirte dann doch auch wichtig. Wir reisen einmal nach Kenia und fragen Patrick Worms, der global einen Blick auf Agroforstsysteme wirft und uns vielleicht sagen kann, welche Chancen hat das denn hier für die europäische Landwirtschaft, Agroforst als beschleunigter Weg, Kohlenstoff in den Boden zu bringen und den Landwirten vielleicht eine Einnahmequelle damit zu bringen. Herr Worms. Frau Brüssel, vielen Dank. Ich arbeite zwar für World Agroforestry und mein Büro ist auch in Nairobi, aber wie Sie sehen, sitze ich zu Hause. Zu Hause ist in Waterloo, just outside Brussels. Und dort bin ich auch Präsident der Europäischen Agroforst-Föderation. Man kann Agroforst unter zwei Bedingungen angucken. Die allererste ist die Bedingung, dass wir Wald brauchen. Wir brauchen Holz. Wir brauchen sehr, sehr viel Holz. Insgesamt benutzt die Menschheit zurzeit ungefähr 150 Milliarden Tonnen Zeug jedes Jahr. Und jeder einzige Gramm davon wird entweder irgendwo gewachsen oder irgendwo aus der Erde gebuddelt. Das ist Zement, das sind Steine, das ist Öl, das ist Kohle, das ist Stahl, das ist Lithium für die Tesla-Batterien und das ist natürlich Holz.
Wir hören immer wieder, dass mehr und mehr Leute jetzt darüber nachdenken, wie man Sachen wie Zement oder Stahl durch Holz ersetzen kann. Wenn Sie die Massen durchkalkulieren, die ersetzt werden müssen, kommen Sie auf horrende Nummern. Man könnte die gesamte Waldlandschaft der ganzen Welt in Holz um in Laminarholz umwechseln und es wäre nicht genug. Ich muss mich für mein Deutsch entschuldigen. Deutsch ist für mich eine reine Muttersprache. Das ist die Sprache, die ich mit meiner Mutter gesprochen habe. Ich bin in einem französisch sprechenden Raum aufgewachsen und arbeite auf Englisch. Ich muss also manchmal ein bisschen umgreifen. Das ist also die erste Frage. Wir brauchen mehr Holz. Herr Worms, eine Frage, nicht wegen Deutsch, das ist ganz wunderbar, aber es rauscht ganz doll, wenn Sie sprechen. Wenn Sie die Quelle des Rauschens lokalisieren können, dann eliminieren Sie die gerne. Jetzt ist besser, glaube ich. Nee, jetzt ist wieder da. Ich glaube, das ist der Fan von meinem Laptop. Okay. Weiß nicht, was ich da... Vielleicht dann, kann ich da... Soll ich weitermachen oder soll ich hiermit probieren? Ja, bitte weiter. Hören wir eben ein Rauschen, gerne. Okay, sorry für das Rauschen. Das ist also die erste Frage. Wir brauchen sehr, sehr viel Holz und wir können dieses Holz nicht auf Plantagen kriegen. Wir sehen ja schon, was das Problem mit der Forstwirtschaft bringt, mit dem Klimawandel, den wir heute haben. Agroforst ist eine Lösung, das zu machen. Agroforst kann fantastisch viel Kohlenstoff in der Landschaft bringen. Es kommt darauf an, wie man kalkuliert. Die Ziffern gehen innerhalb der Europäischen Union von ungefähr 1 Million Tonne CO2-Equivalent per Jahr zu bis zu 1,5 Milliarden Tonnen CO2-Equivalent per Jahr. Warum gehen die Modelle so weit auseinander? Weil es so schwierig ist, es richtig zu messen. Und das erklärt sich aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Sie mit einem Satellitenbild die Größe eines Baumes messen, können Sie durch eine sogenannte allometrische Rechnung ungefähr kalkulieren, wie viel Kohlenstoff da drinnen steckt. Aber wie viel in den Wurzeln steckt, können Sie nie herausfinden. Und es variiert enorm. In einer tropischen Waldlandschaft sind vielleicht 10% der Kohlenstoffbestände im Boden, 90% über dem Boden. Tropische Trockenlandschaften wie der afrikanische Sahel zum Beispiel werden 90-95% der Kohlenstoffbestände in dem Wurzelsystem der Bäume ganz tief unterm Boden sein und die können sie einfach nicht messen. Das heißt, wir haben die allometrischen Equations für diese Wurzelmasse nicht und alle Modelle, die jetzt sagen, wir können 10 Tonnen oder 100 Tonnen oder 500 Tonnen oder nur ein Kilogramm reinbringen, sind eigentlich nur Modelle, die mit der Realität relativ wenig im Einklang haben. Doch ist das Potenzial enorm. Und da werde ich auch eine Folie teilen, wenn ich das darf. Hier haben Sie. Und was diese Folie zeigt, ist the conclusion vom IPCC, the International Panel on Climate Change. Und die haben in deren Landreport vor 2 Jahren gelistet alles, was man mit dem Boden machen könnte, um entweder weniger Kohlenstoff in die Atmosphäre zu schicken oder um mehr Kohlenstoff wieder zurückzukriegen. Und da werden Sie froh sein, Frau Edel, dass zwei der großen Möglichkeiten sind, Grünlandmanagement und Agroforst. Agroforst ist eigentlich das allerbeste aller diese Systeme, weil das allerbeste, das ganz da oben steht, Increased Food Security, Increased Food Productivity. Okay, das wollen wir natürlich alle. Ich schreibe gerne auch meine Wunschliste am Christkindle Anfang Dezember. Das heißt aber eigentlich nichts. Agroforst ist was ganz Konkretes. Agroforst spielt eine große Rolle beim Kohlenstoff-Drawdown. Es spielt eine große Rolle bei der Adaptation, Erosionskontrolle, Windschutzkontrolle, Nutrition Cycling, Water Cycling. Es spielt eine große Rolle to combat desertification, to combat land degradation and to boost food security. Und es ist fantastisch billig. Ein Agroforstsystem ist ein System, das in der Landschaft mehr Biomasse produziert als ein reiner Ackerbau oder sogar als ein reiner Grünlandschaft. Deshalb sind die Grünlandschaften wie zum Beispiel die Montados oder die Dehesas in Spanien so produktiv. Da wachsen auch Bäume mit den Tieren rum. Im Ackerbau sind sie besonders produktiv, weil im Ackerbau, besonders wenn jährlich geäckert wird, eigentlich sehr, sehr wenig Biomasse über das ganze Jahr in diesen Systemen steckt. Mit den Bäumen stehen diese Systeme weiter. Nun zu der Frage, ob die Bauern irgendwie dafür bezahlt werden müssen.
Die Bauern haben wir in den letzten 70 Jahren immer härter in Richtung Produktivität, Produktivität, Produktivität gezwungen. Und die meisten kleinen Familienhöfe sind jetzt am Stanger oder sind schon zu Ende gegangen. Riesengroße Felder von 10 oder 20 oder 30 Hektar verbreiten sich überall und werden nur durch riesige Maschinen und viele Chemikalien bewältigt. Wenn wir wollen, dass Boden, dass Landschaften mehr Kohlenstoff absaugen, mehr Biodiversität bringen, mehr Resistenz zu schlimmem Wetter bringen, dann müssen wir diese Landschaft wieder von dieser Simplifikation wegkriegen und wieder komplexifieren. Komplexifikation heißt aber, dass mindestens für ein paar Jahre weniger Geld in der Tasche des Bauers fließt. Das heißt, dass die Maschinen ersetzt werden müssen oder dass mehr Arbeitskräfte eingestellt werden müssen. All das hat einen Kosten. Der Umbau von hochproduktiven Monokulturen zu hochproduktiven Agroforstsysteme gibt es auch, aber in vielen Fällen werden diese Kosten, werden diese Benefizien erst nach 5 oder nach 10 Jahren im Bankkonto einfließen. Man muss also ein System finden, um die Bauern, um diesen Übergang bei den Landwirten zu vereinfachen. Und man muss bedenken, es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Wissen. Der durchschnittliche Agraringenieur, der durchschnittliche Agrarconsultant weiß über Agroforst überhaupt nichts. Er weiß genau, was man mit Pestiziden und was mit Düngemitteln machen muss, aber mit Agroforst nichts. Da muss auch was anderes umgebaut werden. Herr Worms, wir wollen noch diskutieren und ich sehe, Sie sind dabei, in einem großen, ganzheitlichen Ansatz zu entwerfen, den wir unbedingt gleich mit in die politische Diskussion nehmen werden. Aber ich muss noch mal zurückkommen zur Frage der Messbarkeit. Erstmal vielen Dank natürlich für diesen großen Überblick und fürs große Plädoyer für Agroforst. Wenn Sie vielleicht das Bildschirm teilen wieder aufheben, dann sehe ich mein Podium wieder etwas größer. Herzlich willkommen zurück auf dem Podium. Ich würde gerne noch mal nachfragen bei der Messbarkeit, denn wie wäre das möglich? Wir haben von Herrn Worms gehört, das ist sehr skeptisch zu sehen. Und vielleicht, Herr Worms, Sie haben ein Headset, vielleicht, dann könnten wir Sie gleich ohne dieses laute Rauschen hören. Aber wer hat noch Vorschläge zur Messbarkeit? Herr Rösel, wie würden Sie das einschätzen? Ist es wirklich so schwer zu messen? Und danach Anita Edel. Genau, unser Problem ist, dass wir die Humusmessung ja über den organischen Kohlenstoff machen. Und wenn man sich das einfach mal anschaut oder überlegt oder frei entscheiden wollte, verwenden wir Stroh, verwenden wir reifen Kompost oder verwenden wir Diamanten, was wir in den Boden einbringen würden, dann würden wir sofort natürlich sagen, na gut, mit Stroh, das mit dem Humusaufbau, das funktioniert nur ein paar Wochen, eine Theorie, also das ist nur ein kleines Element, aber wirklich Humus aufbauen können wir damit nicht. Mit reifen Kompost wissen, dass das funktioniert. Und mit Diamanten, da hätten wir zwar einen Kohlenstoff im Boden eingelagert, aber der würde sich ja nicht beteiligen. Am Bodenleben würde die Böden nicht gesünder machen. Also das heißt, der wird auch schnell wieder rausgeholt, glaube ich, der Diamant. Also auch nicht die richtige Form. Das heißt, wir müssen unbedingt auf die Kohlenstoffform schauen. Und da sind wir eigentlich sozusagen, da müssen wir eben fachlich tiefer gucken. Und das ist, glaube ich, das Problem, was hier in der Thematik, es wird sehr viel über dieses Thema gesprochen, das wird schnell übersehen. Man geht immer von diesem organischen Kohlenstoff aus und setzt es mit Humus gleich und dadurch kommt man ins, sage ich mal, irgendwo auf eine falsche Fährte. Und ich kenne Beispiele, da hat man das geschafft, auf Ackerkultur 1% Humus aufzubauen, angeblich, also über organischen Kohlenstoff. Und die Pflanzen sind krank geworden. Das Grundwasser ist belastet worden. Das heißt, das darf doch nicht dazu führen, dass wir jetzt die Gesundheit also des Klimas oder die Klimaverbesserung gegen die Gesundheit vom Wasser und die Gesundheit unserer Pflanzen ausspielen. Also diesen Punkt, denke ich, sollte man nicht mitmachen. Das gehört einfach zu einem, sage ich mal, ganzheitlichen Verständnis dazu, dass man eigentlich das so versteht. Lösen kann man das, denke ich, ganz gut, wie es hier schon gesagt worden ist, über Anbausysteme, weil wir wissen einfach über Agroforst, ist ja klar, wenn da ein Baum steht, der wurzelt vielleicht 10 Meter tief, aha, da habe ich natürlich wieder Wurzelmasse. Diese Wurzelausscheidungen, die ja eigentlich diesen überschüssigen Photosyntheseenergie im Boden abgeben, das ist ja die wachsende Pflanze, also immer was am Wachsen haben, solche grundsätzlichen Systeme, die könnte man natürlich bewerten, fachlich bewerten und die kann man auch belohnen. Und deswegen macht es auch Sinn, was die Frau Dr. Edel gesagt hat, exzessive Graslandschaften zu belohnen oder Agroforstsysteme zu belohnen. Da macht es absolut Sinn, in solche Systeme. Und dann ist das Problem der Messbarkeit auch gar nicht mehr so groß, weil man in Systeme arbeitet.
Ich höre mal bei Anita Edel nach, also eine indirekte Messung wäre das. Man misst nicht den Kohlenstoff im Boden, weil der nicht die entscheidende Größe ist, sondern man misst das, was wächst und den tatsächlichen Humusaufbau indirekt angeben würde. Anita Edel, oder wie wäre das möglich? Unser Ziel ist ja, dass wir die Menschen ernähren wollen. Also es geht um Bodenfruchtbarkeit. Und insofern sicherlich nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht Aufgabe der Landwirtschaft, das Klima zu retten. Es ist Aufgabe der Landwirtschaft, so mit den Ressourcen umzugehen, dass sie dauerhaft erhalten bleiben. Und da geht es natürlich um die Basisressource. Und die Basisressource sind die Böden. Daran hängt das Wasser, ja, die Wasseraufnahmefähigkeit, die Wasserspeicherfähigkeit und neben diesem Komplex Böden und Gewässer dann noch die biologische Vielfalt. Jetzt war hier ja das Stichwort Messbarkeit und das Stichwort von Franz Rösel war Systeme, ja, ganzheitlicher Ansatz. Lange bevor man überhaupt auf die Idee gekommen ist zu fragen, wie ist denn das da mit dem Kohlenstoff im Boden, gab es doch das Erfahrungswissen, dass eine Phase der Beweidung da bewirkt, dass tatsächlich, wir würden heute sagen, das Dauergrünland als Senke fungiert, aber dass im Resultat die Böden wieder fruchtbarer sind als vorher. Über Jahrhunderte in den Mittelgebirgen völlig gängige Praxis, dass man eben über Jahre im Schwarzwald 10, 12 Jahre wieder beweidet hat, um dann für eine vergleichsweise kurze Phase wieder Ackerbau zu machen. Das hat man dann meistens so wenig nachhaltig gemacht, dass man dann schon nach 2, 3 Jahren, in dem Fall ging es um Kartoffeln, eben wieder in die nächste Beweidungsphase eingestiegen ist. Also das war ein absolutes Erfahrungswissen. Und darauf möchte ich hier auch zielen. Also auch das Wissen um Agroforst, um das Wissen der Wechselwirkung von einerseits Wasser anziehen, gleichzeitig Schatten spenden und. Also dieses tatsächlich nicht das eine tun, sondern wirklich die Gesamtheit der Potenziale anschauen. Darum geht es doch. Und das gehört halt gefördert. Herr Worms stimmt zu und ich habe eben schon gehört, dass Herr Rösel und Frau Edel sich auch die Bälle dazu geworfen haben. Also ich höre, die direkte Messung von irgendwas im Boden, was das Klima schützen könnte, ist eigentlich nicht machbar, aber es ist indirekt über die Fruchtfolge, über den Boden, über die Zwischenfrüchte, über Agroforst, also alles, was angelegt wird, um Boden lebendig zu machen, wäre es zu messen und damit ja auch zu honorieren. Es ist doch etwas messbar, aber man muss für dieses Messen natürlich zahlen. Und das tut man heute nicht. Man probiert, es gibt jetzt Abermillionen, die probieren, in Boden Carbon zu investieren, aber keine möchte eigentlich die richtige Messung durchführen, die dazu führen könnten, dass die Modelle, die wir benutzen, um herauszufinden, wie viel man dafür zahlen sollte, mit der Realität im Einklang stehen. Wie ist es denn mit den Mooren, Herr Joosten? Dann reicht es da zu sagen, wir stecken den Stecker in die abfließende Badewanne, dann steigt der Wasserspiegel und dann ist das, hören die Emissionen auf. Kann man das wenigstens da ein bisschen einfacher haben? Ja, einfach ist es nie natürlich, aber wir haben inzwischen so viel Metastudie gemacht, dass wir wissen, wie die Beziehung ist. Wir können in Mitteleuropa, Westeuropa einfach sagen, 10 ist 5. Das bedeutet, wenn man den mittleren Jahreswasserstand 10 cm ansteigen lässt, verringert die Emission mit 5 Tonnen CO2-Äquivalent. So einfach ist das, jedenfalls wenn man ja unter, sag mal, 10 cm unter Flur ist. Wenn man höher kommt, dann kommt Methan dazu, das ist auch einer der Themen bei den Fragen. Dann wird es etwas komplizierter, aber wenn man, sag mal, ein normal landwirtschaftlich genutzte Fläche nimmt auf Moor und man lässt den Wasserstand ansteigen, dann ist es weitestgehend ein linearer Bezug zwischen mittlerer Jahreswasserstand und Treibhausgasemissionen. Dafür haben wir natürlich auch andere Indikatoren entwickelt. Man kann Wasserstand, sagen wir, man braucht Jahresmittelwasserstände am besten. Man kann auch andere Sachen tun. Wir haben schon seit fast 15 Jahren ein System entwickelt, dass wir auf Basis der Pflanzenwachstum, so die Vegetation, einschätzen, wie groß die Treibhausgasemissionen sind. Pflanzen sind oft sehr gute Indikatoren für langfristige Wasserstände und so weiter, auch für Stickstoff, für allerhande Sachen, die für Treibhausgasemissionen relevant sind. Und auf diese
Basis haben wir ein System entwickelt, was wir GEST nennen, Greenhouse Gas Emission Site Types, mit dem, sag mal, auch international einfach eingeschätzt wird, wie viel die Emissionen sind. Und nach Änderung der Nutzung, sag mal, hat eine Anpassungszeit natürlich, auch was die Emissionsreduktionen sind. Das wird, sag mal, von Russland bis zu Niederlande angewandt, dieses System. So, wir haben schon Verfahren, wir haben natürlich Moor-Wiedervernässungsprojekte, wir haben die Moor-Futures hier in Norddeutschland, was die erste Kohlenstoffstandard ist, die, sag mal, für Moore entwickelt worden ist und die tatsächlich auch dazu geführt hat, dass man Moore wieder vernässt hat, pur bezahlt aus Einkommen von Kohlenstoffzertifikaten und so wird es weitergemacht. Ja. Eine Frage hätte ich noch zur Frage der Langfristigkeit, denn eine häufige Kritik ist ja, dass selbst wenn ich jahrelang so bewirtschafte, dass ich mehr Kohlenstoff, aber auch mehr Humus im Boden habe, dass ein Jahr falscher Bewirtschaftung oder anderer Bewirtschaftung bewirken kann, dass alles, was sozusagen, wofür ich schon honoriert worden wäre, dann in diesem einen Jahr wieder verschwindet und gleich wieder in die Atmosphäre entweichen könnte. Kann man dieses Problem irgendwie umgehen durch diesen ganzheitlichen Einsatz, den Sie ja eben vorgeschlagen haben, dass die Art der Bewirtschaftung zu bewerten und nicht tatsächlich durch eine vage Messung im Boden abzuschätzen? Oder wie kann man damit umgehen? Selbst beim Agroforst oder wir leben es ja gerade an den Wäldern, die Wälder als CO2-Speicher gehen uns ja gerade verloren. Ich sehe ganz viele Finger, Herr Worms vielleicht und dann Anita Idel und dann Herr Rösel. Zwei Antworten darauf. Erst die Frage der Permanenz des Kohlenstoffes ist eigentlich weniger wichtig als der gesamte Kohlenzyklus. Wenn das System, das biologische System, das biotische System schneller dreht, wenn mehr Tiere, wenn mehr Pflanzen, wenn mehr Bäume in dem System sind, ist einfach mehr Kohlenstoff in Biomasse, in Tiere, im Boden drin. Ja, wenn man es morgen umwälzt und ein Parking-Lot draus macht, dann geht das natürlich weg. Bei Agroforst hat man doch einen Vorteil dazu. Bäume, die in Agroforst-Systeme wachsen, haben öfters viel tiefere Wurzelsysteme als Bäume, die in reine Forstsysteme wachsen, weil die erste Bodenschichten, die ersten 50 cm bis Metern des Bodenschichts durch die Wurzelsysteme der jährlichen Ackerpflanzen aufgenommen werden. Das heißt, die Bodenwurzelsysteme sind viel tiefer. Auch wenn Sie diese Bäume dann schneiden und verpulvern, verbrennen, bleibt diese Biomasse, die durch die Wurzelsysteme tief in den Boden gebunden worden sind, noch über Jahre bis Jahrzehnte bestehen, bis sie alle wieder in die Atmosphäre zurückkehren. Aber ja, es ist nicht so. Wenn man wirklich sicherstellen will, dass dieser Kohlenstoff nie wieder in die Atmosphäre geht, kann man es entweder auf eine Rakete von Elon Musk in die Sonne schießen oder man kann, wie es der Herr Rössel sagen, daraus riesige große Diamante machen und die irgendwo ablagern. Beides ist stabil für die lange Zeit, aber nichts anderes ist. Aber dann haben wir die Ernährungssicherheit etwas aus den Augen verloren bei zu viel Diamanten im Boden. Das ist vielleicht schon mal was für Twitter, wir sind gegen die Versenkung von Diamanten im Boden. Anita Idel. Wenn ich stabil und dauerhaft höre, läuft es mir immer einen kalten Rücken runter, dann denke ich immer, ja, dann müsst ihr die Fläche asphaltieren. Das ist dann stabil. Das kann es nicht sein. Es geht um lebendige Böden. Insofern geht es um Prozesse. Und es gibt natürlich immer bodenaufbauende und bodenabbauende Prozesse. Und unser Job ist, dafür zu sorgen, in der Praxis, in der Theorie, in der Forschung und dann eben in der Politik, in der Förderung, dass eben so gewirtschaftet und die Maßnahmen unterstützt werden, die unterm Strich bewirken, dass die bodenaufbauenden, die bodenabbauenden Prozesse überwiegen. Jetzt ist es natürlich jetzt für Mithörende, die jetzt so da nicht so drin sind, Dauergrünland, Acker, Agroforst und so weiter, ein bisschen schwierig zu folgen, weil wir ja zwischen diesen verschiedenen Geschichten springen. Das ist auch richtig. Aber nochmal schnell eine Lanze für das Dauergrünland. Es ging ja um die Frage, inwiefern eben sehr schnell über Jahre, Jahrzehnte aufgebautes eben auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Und in Bezug auf gutes Dauergrünland, vielfältiges Dauergrünland, weil das macht seine Resilienz aus, kann das auch passieren im Kontext Biodiversität. Weil ein wesentlicher Erfolgsfaktor, also den Haupterfolgsfaktor habe ich genannt, dass es sich seinen eigenen fruchtbaren Boden macht und daher eben, also, und eben als Folge dieses enormen
Senkenpotenzials. Aber gleichzeitig ist eben das Dauergrasland von seiner Entstehung her nicht nur die größte Permakultur, also Boden muss immer bedeckt sein, nackter Boden ist unnatürlich, und es ist die größte Mischkultur. Also Permakultur, Mischkultur, Begriffe, die wir ja üblicherweise mit dem Ackerbau verbinden, aber das ist sozusagen diese Blaupause im Rahmen des Dauergrünlands gab es schon lange. Und hier eben entscheidend 80% der Bodenbildung durch Wurzelbiomasse und jetzt nochmal verstärkt, insbesondere durch Feinwurzeln. Und wunderbar, wenn wir hier schwerpunktmäßig über Potenziale sprechen. Ich denke aber an der Stelle ist es extrem wichtig, mal ganz kurz die Hemmnisse zu benennen, generell, die eben genau dieses fantastische Bodenleben so sehr beeinträchtigen. Und das sind die beiden Stichworte Bodenverdichtung, also was mit der Schwere der Geräte zu tun, mit denen wir unterwegs sind, und Chemie. Die Masse des Bodenlebens sehen wir nicht, das sind die Mikroorganismen. Und es ist wichtig zu wissen, dass keineswegs nur Antibiotika eine Mikroorganismen abtötende oder reduzierende, verändernde Wirkung haben. Die ganzen Antiparasitika, also gegen Würmer und so weiter, was dann eben auch in den Exkrementen landet, aber auch die alle Desinfektionsmittel haben alle, auch alle Herbizide, alle Fungizide, alle Pestizide, haben alle antibiotische Wirkung. Also von daher gesehen eine absolute Notwendigkeit, das zu begrenzen, ebenso wie die Bodenverdichtung. Danke, nochmal klar eingeordnet, das C im Boden gehört ins lebendige Bodenleben und das Ganze betrachtet bringt viel Nutzen. Jetzt haben wir wenig Zeit noch für viele Fragen, aber es war ja Herr Rösel sowieso auf meiner Redeliste. Ich würde gerne zur Frage nach der Permanenz vom Humus im Boden auch noch fragen. Luzerne war eine Frage, Zwischensprüfte ein Vorschlag und die Frage, kann Biokohle helfen? Franz Rösel. Genau. Also zunächst mal ist es gar nicht so kompliziert. Der Humusgehalt ist das Ergebnis eines Bewirtschaftungssystems. Das ist ganz klar. Hätten wir nochmal unsere Urwälder, dann hätten wir die 10-30% Humusgehalt und nicht die 2%, die wir jetzt auf dem Acker haben. Mehr muss man sich eigentlich nicht dazu merken können. Dann natürlich helfen uns jetzt artenreiche Zwischenfrüchte, die Luzerne und so weiter. Das hilft alles. Aber ich denke, wir sollten die Böden sozusagen jetzt nicht missbrauchen und auch die Landwirte nicht, sage ich mal, veräppeln an der Stelle. Weil Fakt ist doch das, wir können doch gezielte Maßnahmen, jetzt das Humuslevel, dieses Humusabbau- und Aufbauslevel etwas heben. Aber wer bitte soll denn heute vom Landwirt das abnötigen, das Versprechen, dieses Niveau dann dauerhaft zu halten? Das ist da, wir bringen den in eine Situation, wir wissen, dass wir 22% mehr organische Masse jetzt in den Böden einbringen müssen, nur um in den Oberböden den Humusgehalt zu halten. Wer soll denn das kompensieren? Wir können doch nicht alles letztlich immer den Böden und den Landwirten zumuten. Und wir haben dazu ein sehr ausdifferenziertes Positionspapier erstellt, wo das sozusagen jetzt fachlich genau auf 8 Seiten dargestellt ist. Wenn das interessiert, wir können es in den Chat ja nochmal reinstellen. Also auf der Seite von der Interessengemeinschaft Gesunder Boden gibt es ein Positionspapier, auch in verschiedenen Sprachen, wo es auch fachlich nochmal ganz genau erklärt wird, was im Bereich der Bodenchemie, Bodenphysik, Bodenbiologie, im Bereich von Symbiosen alles zu beachten gibt an Techniken, um das Level zu steigern. Aber die Hauptfrage, um die es hier geht, ist doch das, können wir Klimaschutz damit betreiben? Und damit muss man doch mal ehrlicherweise sagen, nein, können wir nicht. Wir können eine gewisse Klimaanpassung machen, damit unsere Ernährungssicherheit überhaupt gewährleistet ist. Und wenn man tatsächlich ernsthaft Klimaschutz betreiben wollte, dann muss man eigentlich so hart das sagen, dass man dann auf Mineraldünger verzichten müsste, weil wir wissen, wir kennen keinen intensiveren oder keinen Prozess, der mehr Treibhausgase bewirkt als die Herstellung. Und wir wissen auch, dass die Anwendung von Mineraldünger letztlich zu Humusabbau führt. Wer sich ein bisschen mit CN-Verhältnis oder Humus beschäftigt hat, der wird es sofort nachvollziehen können. Und dann denke ich, sollte man an den Basics anfangen und nicht sozusagen so immer so ein bisschen außen rum reden und irgendwie ja letztlich das zu Lasten der Böden oder auch der Landwirte letztlich spielen. Also Sie sehen da gar nicht eine Chance für Landwirte, sondern eher das Gefühl, dass die anderen Wirtschaftsbereiche, die ihre Emissionen nicht rechnen können, sich dann Zertifikate kaufen, diese Aufgabe auf die Landwirtschaft übertragen, die dann die eigentlichen landwirtschaftlichen Aufgaben erschwert und gar nicht verbessert.
Ja klar, ich meine, man hätte landet jetzt die Wurst hin und sagt, hier hast die Wurst und der schnappt dann zu und später hat er quasi ist die Verantwortung auf ihn abgeschoben worden. Bloß wir wissen, das Klimarisiko hatte ich schon als Beispiel genannt, aber wir haben ja auch vielleicht andere Erfordernisse. Wir haben dann plötzlich, fokussieren wir uns nicht mehr so aufs Klima, sondern auf den Trinkwasserschutz oder auf Pflanzengesundheit oder auf Biodiversität. Biodiversität, ja. Und plötzlich ändern wir als Gesellschaft wieder unseren Fokus und dann ist wieder der Landwirt der Gelackmeierte, weil er letztlich sozusagen unsere Erfüllungsgehilfe ist. Und ich stelle mich sozusagen auf die Seite vom gesunden Boden und alle Maßnahmen, die nicht helfen, den Boden zu verbessern oder die Bodengesundheit zu fördern, da würde ich davon dringendst abraten. Herr Joosten hat sich ganz lange gemeldet. Ja, Herr Worms dazwischen, dann Herr Joosten dazu. Ja, ich wollte kurz noch. Herr Worms. Herr Joosten, dann sind wir dann bei Mohr. Und jetzt, nein, Herr Worms hat abgewogen. Also, Herr Joosten, jetzt sind wir bei Mohr. Und dann gebe ich Ihnen aber noch eine Frage mit, nämlich die Lachgasemissionen, die ja entstehen, wenn man die Moore wieder vernässt. Danach wurde gefragt. Meines Wissens sind die viel, viel kleiner als der Gewinn, aber kurzfristig ist ja Lachgas erstmal viel klimaschädlicher. Können Sie das noch kurz erklären? Ja, erst über die Permanenz. Bei Moorwiedervernässung ist Permanenz kein Problem, weil das ist eine Vermeidung. Permanenz ist nur ein Problem bei einer Festlegung. Bei einer Festlegung wird CO2 aus der Atmosphäre geholt und bei Rückfall kommt dieses CO2, wenn es ganz rückfällig ist, wieder ganz zurück. Bei Vermeidung kommt CO2 nicht in die Atmosphäre und steigt die atmosphärische CO2-Konzentration nicht an. Wenn man dann nach 10 Jahren wieder Vernässung erst wieder trockenlegt, dann fängt es wohl wieder an zu emittieren, aber die 10 Jahre, sag mal, Einsparung bleibst du erhalten. So Permanenz ist eigentlich kein Problem bei Vermeidungsprojekten wie bei Moorwiedervernässung. Solange das Moor nass bleibt natürlich, ne? Dann geht es alles wieder von. Auch wenn man das nachher wieder trocken macht. Wenn man das 10 Jahre wieder vernässt hat, hat man 10 Jahre keine Emissionen gehabt. Und diese Emissionen kann man nicht, diese verringerte Emissionen machst du nicht rückgängig. Nur rückgängig, wenn du viel mehr entwässert, als du vorher, vor der Wiedervernässung, entwässert hast. Und das Lachgas ist dabei aber kein Problem dann? Das Lachgas ist sowieso kein Problem, weil Lachgasemission findet nur statt in entwässerten Moorböden. Wenn wir Moore wieder vernässen, hört die Lachgasemission vollständig auf, kann man einfach so sagen. Was ein Problem ist, ist Methan. Methan, das wird erzeugt unter anoxischen Bedingungen, sauerstofflose Bedingungen, die gerade die CO2-Festlegung und Festhaltung erlauben. So, man hat keine Moore ohne Methan eigentlich, oder fast keine. So, wir kriegen wieder Methan, nachdem wir die Moore wieder vernässen. Das ist natürlich eine Abwägung, aber die Normalität ist es so, dass die Emissionen von CO2 unter entwässerten Bedingungen viel größer sind als die Emissionen von Methan unter Wiedervernässe. Also man kriegt keine klimanegative Ökosystem nach Wiedervernässung. Es bleibt immer klimabelastend, aber viel weniger als vorher. Das andere Problem ist vielleicht noch wichtiger. Das hat damit zu tun, wie man eigentlich diese Sache miteinander vergleicht. Das hat mit Global Warming Potential und das geht aus von einer Punktemission. Wenn man langfristig guckt, Moore emittieren und legen dauernd fest, dann kann man das besser via Global Warming Potential machen. Das ist so, Methan ist zwar ein viel kräftigeres Treibhausgas als CO2, aber es ist auch kurzlebig. Es hat nur eine Verweilzeit von 12,7 Jahren in der Atmosphäre. Das bedeutet, dass die Methanemissionen ziemlich schnell, nach 10, 20 Jahren, schon zu einem Fließgleichgewicht führen in der Atmosphäre, ein Steady State, und die nicht mehr zunehmen, obwohl das Moor Methan emittieren bleibt. CO2 dagegen ist ein schwaches Treibhausgas, aber das ist persistent, das akkumuliert. Und auch wenn man Moore wieder vernässt, auch wenn man enorme Methanemissionen haben würde, dann sieht man, dass diese zwei Linien von entweder unter trockenen Bedingungen CO2-Emissionen oder unter nasse Bedingungen Methanemissionen, dass die zwei Linien einander nach 20 Jahren schneiden und dass man daraus schlussfolgern kann, wenn man die Wahl hat zwischen CO2 unter entwässerte Bedingungen oder Methan unter nasse Bedingungen, muss man immer für das Methan wählen. Ja? Ganz herzlichen Dank. Herr Worms ist jetzt dran und die Frage nach der Pflanzenkohle ist noch offen.
Ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, dass der Herr Rössel natürlich vollkommen recht hat. Wenn man sich um die Bodengesundheit kümmert, wird man generell mehr Kohlenstoff in diese Boden steigern, mehr Biodiversität in dem System bringen und oft, wenn man es durch Agroforst macht, auch mehr Geld in die Tasche des Bauern stecken. Das bringt uns zu diesem politischen Problem, warum die Expertise, Agroforstsysteme anzubauen, generell in unseren Landschaften nicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus wollte ich nur ganz kurz sagen, Herr Josen, ich habe nicht 40.000 Papiere über Moorsysteme. Ich habe aber hier ein Stück Holz von einem Moorsystem, das ist 4.000 Jahre alt. Das ist nicht mehr nass, aber ist nicht zurück in die Atmosphäre gegangen. Das ist immer noch ein Stück Holz geblieben. Nur um zu bejahen, dass man... Ja, wir können anorganische Materie trocknen, und dann bleibt das auch erhalten. Aber das ist Boden nicht trocken, das ist eine Wüste, das produziert auch nichts, das ist das Problem. Genau. Der Boden ist komplexer als das Holz, aber mögen unsere Nachfahren die Bäume, die wir jetzt pflanzen, auch noch herzeigen in 4000 Jahren, wenn es die dann noch gibt. Anita Edel und dann Herr Rösel, die Pflanzenkohle ist doch die top gelistete Frage, deshalb brauche ich ganz dringend eine Antwort darauf. Was ist denn davon zu halten? Die wichtigste, ja, das. Sie einigen sich, Anita Edel und dann Herr Rösel. Also die wichtigste Antwort, man kann es gar nicht oft genug wiederholen, über 80% von Bodenbiomasse entsteht aus Wurzeln. Und da geht es um lebendige Wurzeln. Es geht nicht um den Kompost, den ich dann danach im Boden versenke. Es geht um lebendiges Bodenleben inklusive eben der Wurzeln und hier eben insbesondere der Feinwurzeln. Es war, hatte ich kurz gesehen, im Chat hingewiesen worden auf die wunderbare Arbeit von Lore Kutschera. Monika Sobotnik, die diesen Nachlass verwaltet, hat dieses wunderbare Buch im letzten Jahr mit herausgebracht, sozusagen eine Zusammenfassung dieser, ich glaube, es sind inzwischen 15 Wurzelatlanten, also ungeheuer lesenswert, also ein sehr schöner Tipp. Was ich wichtig finde, wirklich für unsere Diskussion, der Klimakiller ist immer der Mensch und es geht um fossile Energie. Also dass wir das immer im Hinterkopf haben. Es geht nicht um Treibhausgase an sich, es geht um das zu viel. Und dieses zu viel ist eine Folge eben der Anwendung der fossilen Energie. Insofern ja auch so wichtig, jetzt eben die Fragen, die wir hier diskutieren, im Kontext Energiewende eben auch zu sehen und der Notwendigkeit eben anders Energie zu produzieren. Patrick Worns hat immer wieder darauf hingewiesen, es geht auch um mangelndes Wissen und das muss wiederum auch bezahlt werden, wenn dieses Wissen generiert werden soll. Und da ist mein Schwerpunkt natürlich die Beweidung. Ich habe darauf hingewiesen, Bodenverdichtung, zentrales Thema. Von daher gesehen ist es notwendig, überall da, wo wir nicht notwendigerweise mit Gerät auf die Fläche können, sondern das auch über Beweidung machen können, sollten wir es auch über Beweidung tun. Und dies eben keineswegs nur im Dauergrünland. Zwischenfrüchte waren angesprochen worden, aber inzwischen gibt es ja sowohl in Österreich als auch in Deutschland wunderbare Forschung dazu, in Deutschland an der Uni Kiel auf dem Lindhof, wo es eben um die Beweidung einer Vielfalt mit Gräsern, mit Leguminosen und mit Kräutern geht, die eben über 2-3 Jahre dann in der Fruchtfolge vorkommen und die dann eben beweidet werden. Das ist eben das besondere i-Tüpfelchen da drauf. Und ganz wichtig zu wissen, die machen auch Methanmessungen, für die denn das jetzt ganz wichtig ist, und kommen zu dem Ergebnis, dass eben genau diese Vielfalt der Pflanzen, die dann da beweidet werden können, dazu führen, dass eben die Methanemissionen so sind, wie man sie bisher eben nur meinte, so ungefähr mit einer sehr schwer maislastigen Fütterung hinkriegen zu können. Und das spricht ja auch für Tierschutz und Biodiversität. Auf diesem Grünland können wieder mehr Tiere, die gerade gefährdet sind, leben. Wir sind fast am Ende. Ganz kurz noch, Franz Rösel, eine Antwort auf die Pflanzenkohle und dann eine politische Empfehlung von Ihnen, jeweils nur in einem Wort. Aber Franz Rösel, wie ist denn die Pflanzenkohle zu bewerten? Bringt das was? Hilft das? Ja, die Pflanzenkohle ist leider ein Irrweg, auch wenn das so, sage ich mal, verführerisch klingt. Zum einen wird bei der Herstellung ja auch schon 50% CO2 ganz grob mal in die Luft geblasen. Das heißt, das ist ja noch schlechter als, sage ich mal, das ungünstigste Kompostierungsverfahren, das mir einfällt. Das zweite hilft uns diese Kohlenstoffform, weil es ja nicht Bestandteil des Lebendigen ist, ja nicht der Bodengesundheit. Und es hat auch nicht das, was es eigentlich haben sollte, auch eine katalytische Wirkung auf Humifizierung, also auf die neue Humusbildung.
Und letztlich haben wir auch noch das Problem der Schadstoffe, die bei Verbrennungsprozessen letztlich einfach oder bei pyrolytischen Prozessen einfach unvermeidlich sind. Also das heißt, wir haben einen Haufen Themen, die wir aufreißen, ob es im Klima am Ende tatsächlich was hilft. Jedenfalls würde es der Bodengesundheit nicht helfen. Also so gesehen tut es mir leid, klingt toll, aber ist leider, was den Boden betrifft, ein Irrweg. Ich nehme ein ganz starkes Plädoyer von Ihnen allen mit, dass wir den Boden, den CO2-Gehalt im Boden, eine viel zu kleine Messgröße wäre, dass es immer um den lebendigen Boden und das ganze System, was da dranhängt, plus Biodiversität mitdenken, plus Anbauformen mitdenken, dass das System wäre, wo über Honorierung nachgedacht werden sollte. Und dann nehme ich von all Ihnen mit, dass die Landwirte nicht ausbaden dürfen, was die Industrie verursacht hat. Da habe ich jetzt ein bisschen nicken gesehen. Ich riskiere mal ganz kurz die letzte Minute, die mir bleibt. Haben Sie politische Empfehlungen, die jetzt über diesen ganzheitlichen Ansatz hinausgehen könnten, wie man denn den Landwirten helfen könnte? Ich habe eben im Chat gelesen, da sagt ein Landwirt, für sowas Unproduktives wie Wiedervernässung gebe ich doch meinen Boden nicht her, meinen Moorboden. Aus der Sicht, der ökonomischen Sicht, ist das ja eine genau richtige Antwort. Was kann man denn Landwirten bieten, dass sie eine andere Art von Produktivität dann vielleicht honoriert bekämen können? Denn sie müssen ja von ihrem Boden leben. Herr Justen, jeweils nur ein Satz, sonst ist die Zeit überzogen. Herr Justen, bitte. Erstens geht es darum, um nasse Produktionsverfahren zu entwickeln, die auch Einkommen bringen. Zweitens geht es darum, die durch Wiedervernässung ausgesparte Emissionen auch zu bezahlen. Wir reden über 20, 30 Tonnen CO2 pro Hektar pro Jahr. Wenn man sieht, dass die EU-ETS-Preis jetzt 100 Euro pro Tonne ist, reden wir über tausende Euros pro Hektar pro Jahr, wenn man das erreichen konnte. So, das sind die Optionen, die wir haben. Ganz herzlichen Dank. Alles weitere in einer Veranstaltung über Moore und vielleicht vernetzen Sie sich im Chat. Herr Worms, eine politische Empfehlung, um das zu realisieren. Der Staat muss endlich die richtigen Dienstleistungen an den Bauern geben. Das heißt, die Consulting Services, die Expertise, um Agroforstsysteme anzubauen. Man kann mit Agroforstsystemen mehr Geld verdienen als reinem Ackerbau. Man hat die ökosystemische Dienstleistungen, die Bäume an den Acker geben können oder an dem Grünland geben können. Aber die meisten Bauern wissen nicht, wie man mit Bäumen umgehen soll oder kann oder wie man das effektiv bewirtschaften kann. Diese Expertise muss vom Staat kommen, denn also vom Privatsektor gibt es kein Businessmodell dazu. Es gibt ein Businessmodell, um Gifte zu verkaufen. Ganz, es gibt auch kein Businessmodell, um Bäume anzubauen. Das brauchen wir. Ganz herzlichen Dank. Anita Edel, eine Politikempfehlung, drei Worte. Das steht und fällt natürlich damit, dass die sinnvollen Systeme entsprechend gefördert werden, eben über das, was ich als Produkt von meiner Fläche verkaufen kann, hinaus. Und ich hatte ja schon angesprochen, die Kopplung aus Agrar und Energie. Das ist natürlich nicht der Mais auf der Fläche, sondern das ist Photovoltaik, bifaziale Systeme. Aber nur wenn sie so genutzt werden, dass sie eine wirkliche Doppelnutzung haben. Es ist ja so, Photovoltaik sind Baugeschichten, müssen genehmigt werden. Das heißt, hier ist es überhaupt kein Problem, die Genehmigung an entsprechende Kriterien zu binden. Das ist die Voraussetzung. Wir müssen weg von den Risiken. Wir müssen hin zur Resilienz. Es soll keiner, was ja bisher der Fall ist, dadurch einen Nachteil haben, dass nun mal durch sein Bodeneigentum ein Flüsschen fließt und da dann Überschwemmungsgebiete sind. Da geht es natürlich darum, das Bestmögliche für den Boden zu machen, nämlich eine dauerhafte Grasnarbe, in dem Fall dann wirklich dauerhaft, was nun mal das Beste ist, um den Boden festzuhalten und dort auf keinen Fall zu ackern. Danke, Anita Edel. Das Schlusswort, Franz Rösel. Ja, die Lösung ist ganz einfach. Wir wollen ein reguliertes Klima haben, wir wollen gesundes Wasser haben, wir wollen eine hohe Artenvielfalt, Biodiversität haben, wir wollen gesunde Pflanzen, Tiere und Menschen haben. Und die Antwort lautet immer, lass uns auf gesunde Böden konzentrieren. Und das lass uns auch den Landwirten fair vergüten, dann haben wir eigentlich das, was wir wollen. Wunderbar, dass es bei einer komplizierten Situation ein einfaches Schlusswort gibt. Was zu machen wäre, auf jeden Fall muss es in einem ganzheitlichen System so gedacht werden, dass das Klima- und Biodiversitäts- und Landwirtschaftsfreundliche zusammengedacht wird und auch Tierschutzfreundliche. Es tut mir leid, dass ich Sie alle so wahnsinnig durch diese Stunde hetzen müsste, denn wir hätten locker Zeit gehabt für einen ganzen Nachmittag und Sie hätten noch nicht einen Teil Ihres Wissens hier ausbreiten können. Ganz herzlichen Dank, Franz Rösel, Dr. Anita Isel, Professor Hans Josten und ganz herzlichen Dank,
Dank an Patrick Worms, nicht aus Nairobi, sondern aus Belgien. Schön, dass Sie dabei waren. Sie dürfen sozusagen jetzt in unserem großen Saal Platz nehmen, die Kamera ausstellen. Und ich begrüße jetzt für unsere politische Diskussion ja diejenigen, die versuchen, Carbon Farming in welchem Sinne auch immer politisch vielleicht zu nutzen, sinnvoll für Klima und Landwirtschaft, aber in einem ganzheitlichen Sinne. Darüber wollen wir jetzt sprechen, wie das politisch gehen könnte, mit einem Vertreter aus der Europäischen Kommission, der heute bei uns ist. Aus dem Generaldirektorat Klimapolitik ist der Referatsleiter Christian Holzleitner bei uns. Herzlich willkommen, Herr Holzleitner. Hallo, guten Nachmittag. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick bei uns, schon die zweite Tierärztin übrigens an diesem Nachmittag, die heute über Carbon Farming redet. Herzlich willkommen. Aus dem vom WWF ist bei uns der Fachbereichsleiter für Landwirtschaft und Landnutzungswandel, Dr. Rolf Sommer. Herzlich willkommen, Herr Sommer. Ja, schönen Nachmittag. Danke, dass ich dabei sein kann. Und der Leiter für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Bauernverband, Steffen Pingen, ist bei uns. Herzlich willkommen, Herr Pingen. Da haben wir unser Podium voll. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und ich bitte auch nochmal Martin Häusling, unseren Gastgeber, heute mit aufs Podium. Dort ist er im Kellerwald zu sehen, der gerade nicht so grün aussieht. Martin Häusling, Sie haben jetzt die fachliche Diskussion gehört und etwas ja wahrscheinlich gehört, was naturwissenschaftlich Sinn gibt, aber politisch gar nicht so leicht umzusetzen ist, wie so ein Preis auf eine Messung. Wie würden Sie vorschlagen, wie nehmen Sie das mit? Was setzen Sie jetzt als Vorschlag in eine politische Diskussion über Carbon Farming? Ja, ich glaube, und ich bedanke mich auch wirklich für die fachlich wirklich sehr interessanten Vorträge, weil da ist nochmal klar geworden, wo eigentlich wirklich Potenziale stecken. Allein das Thema Moor hat uns deutlich gezeigt, eine relativ kleine Fläche erzeugt 37% der landwirtschaftlichen Treibhausemissionen. Das zeigt, wo die wirklichen Potenziale liegen. Und was wir in der ganzen Diskussion bis jetzt hatten auf europäischer Ebene, ist immer über den Ackerboden zu reden und was können wir da reintun und wie können wir das jetzt irgendwie honorieren und dann wird das alles schon gut. Und ich habe es am Anfang gesagt, immer alle sozusagen, ja, wie können die Landwirte damit Geld verdienen? Bei Moor ist es ja deutlich geworden, wenn wir Moore wieder vernässen, kann man auch was anbauen, aber man kann den Landwirt dafür honorieren, dass er ja Kohlenstoff sozusagen nicht in die Atmosphäre kommt und dass das eine Honorierung sein kann. Genauso gut, und das wäre ein System, was wir in der Europäischen Union viel zu sehr vernachlässigt haben. Wir kämpfen bei jeder GAP-Reform darum, dass wir Grünland erhalten. Und Grünland wird eigentlich bei den ganzen Zahlungssystemen benachteiligt. Also wäre es doch angemessen, gerade nach dem Vortrag von Anita Edel zu sagen, Grünlanderhalt ist eine Aufgabe, die wir angehen müssen. Und jeder Hektar Grünland, der umgepflügt wird, ist ein Verlust. Und da müssen wir dann auch ganz deutlich sagen, da muss es hingehen. Und dann ganz neue Systeme aufbauen wie Agroforst. Ich weiß, das ist das Schwierigste, weil wir tatsächlich ja, wenn wir so Systeme, die sind ja allein die Problematik, dass 70% der Bauern, 70% der Fläche, die Bauern bewirtschaften, Pachtland ist, ist das nicht so eine einfache Geschichte. Also es ist das Komplizierteste. Also sollten wir uns erstmal auf die guten fachliche Praxis konzentrieren, wo es jetzt schon einfach möglich ist. Und für mich ist das Ganze, das ist auch wieder deutlich geworden, eine Systemfrage. Welches Anbausystem, welche Form von Landwirtschaft kann ich eigentlich honorieren? Leider, und das ist auch ein Stück weit aus den Diskussionen in Brüssel und auch in Deutschland, wieder eine Technofix-Diskussion geworden. Wir haben es ja eben kurz gehört bei der Diskussion um Biochar, also Pflanzenkohle. Das ist, wird von vielen jetzt groß gepriesen, als das neue Wundermittel, um tatsächlich Kohlenstoff zu fixieren. Ist ja schon angesprochen worden, nicht nur, dass bei dem Herstellungsprozess des Pyrolyseverfahrens schon 50% der Energie sozusagen in die Atmosphäre geht. Das andere ist die Schadstoffproblematik. Also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen dabei. Das kann hochproblematisch sein. Aber es gibt welche, die machen es sich noch einfacher. Und die sagen dann, ja, fluglose Bodenbearbeitung wäre ein System. Und dafür müsste man dann auch wieder unser Glyphosat wieder genehmigen. Also da machen sich viele Leute wirklich gar zu einfach an so Punkten. Das hat auch der französische Agrarminister jetzt erzählt im Umweltausschuss. Nee, das kann nicht funktionieren. Denn vorhin ist auch angesprochen worden, das System Boden leidet heute oft unter falscher Bewirtschaftung.
Und nur zu sagen, dass zum Beispiel fluglose Bodenbearbeitung was bringt, ist wirklich zu kurz gesprungen. Ein Satz noch, weil ich denke, und ich habe es am Anfang gesagt, wir dürfen eins nicht aus dem Blickwinkel vergessen, aus dem Blickwinkel nehmen. Und das ist der Punkt, dass es hier ein Honorierungssystem geben soll, in dem man in anderen Bereichen weniger machen muss. Ja, also man kauft sich ein CO2-Zertifikat bei den Bauern und es wird gesagt, dafür kann ich da wieder unbegrenzt Auto fahren oder kann nach Malle fliegen oder weiß ich was. Das ist für mich der falsche Ansatz. Alle Bereiche müssen ihre Minimierungsziele erreichen und es geht nicht, dass wir dann kompensieren und sagen, na, da machen die halt ein bisschen mehr Kohlenstoff in den Boden oder pflanzen einen Baum. Das ist zwar sehr verlockend, aber ich glaube, das ist auf Dauer nicht die Maßnahme, die wir angehen sollten. Und da müssen wir fürchterlich darauf achten, dass wir nicht hier ins System kommen, das einfach was ausgleicht, aber die Gesamtbilanz am Ende gleich ist. Und dann noch die Frage, haben wir nicht eigentlich jetzt schon mit der GAP die Möglichkeit, in vielen Punkten das auch zu honorieren, wenn Landwirte was in der Praxis gut machen? Leider ist das ja nicht der Fall, sondern die Kommission, Holzleitner, wird es vielleicht noch mal deutlich machen, sagt jetzt, es ist ein neues Mittel, um Geld an die Bauern zu bringen. Ja, vielleicht hätte man das Geld anderswo an den Bauern bringen können, vielleicht mit einer vernünftigen GAP-Reform, dann hätten wir es vielleicht geschickter machen können. Aber da sollten wir den Bauern jetzt nicht zu viel Hoffnung machen, da kommt jetzt eine neue Geldquelle, sondern das ist, und das haben die Vorträge ja gezeigt, wesentlich komplizierter, wesentlich anspruchsvoller als das, wenn man ein Messgerät in den Boden hält und sagt, so und so viel COC-Speicherung und das ist jetzt so und so viel Honorierung wert. Es gibt ja auch Nebenwidersprüche. Wenn ich Mais anbaue und produziere Biogas, dann habe ich in meinem Boden einen Humusverlust. Das ist nun mal beim Maisanbau. Dann habe ich zwar Bioenergie erzeugt, aber gleichzeitig aus meinem Boden Humus entnommen. Und da gibt es auch Nebenwidersprüche, die müssen wir auch in der Diskussion mal ganz nett betrachten und sagen, wie können wir das denn auch vermeiden, indem man halt Biogas erzeugt, nicht nur auf dem Maisanbau. Also es wird deutlich, das könnte ein vergiftetes Geschenk sein, diese verheißene Einnahmequelle. Das nehme ich jetzt mal mit, aber reiche es rüber an die EU-Kommission. Herr Holzleitner, ich habe gesehen, dass Sie genickt haben beim Wunsch einer anderen GAP, einer anderen gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Ich nehme an, das sollte heute nicht unser Thema sein, sonst müssten wir sehr lange darüber reden, wie das jetzt noch besser werden könnte. Aber jetzt zu der Chance im Generaldirektorat Klima. Gab es ja diese Möglichkeit und dass viele Landwirte im Moment in einer wahnsinnig schwierigen finanziellen Situation sind, wahnsinnig viel ändern müssen und sagen, boah, eine Einnahmequelle dafür, dass wir CO2 im Boden haben, das hört sich verlockend an. Aber wie sind Ihre Pläne vor dem, was wir eben alles diskutiert haben? Ja, nochmal hallo. Wie gesagt, ich komme aus der klimapolitischen Ecke und nicht aus der Generaldirektion Agrarwirtschaft. Aber wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng auch mit unseren Kollegen in der Landwirtschaftsgeneraldirektion zusammen. Und wir schauen uns eben gerade die Strategic Plans der gemeinsamen Agrarpolitik an. Und vielleicht kann man ja da auch noch einiges ändern und die besser machen, gerade aus klimapolitischer Sicht. Von wo kommen wir her? Also sozusagen, insgesamt klimaneutral zu werden, sozusagen zu einem Wirtschaftssystem zu kommen, das nicht mehr schlecht fürs Klima ist, müssen wir CO2 einspeichern. In Böden, in Wäldern. Da gibt es sehr große Möglichkeiten. Wir glauben, da ist ein Potenzial und es ist ja auch von Herrn Häusling und auch in der vorherigen Diskussion schon angesprochen worden, was es da für gute Möglichkeiten gibt. Und es gibt jetzt sehr unterschiedliche Ansichten, wie man das finanzieren soll. Einige sagen, das soll aus der gemeinsamen Agrarpolitik kommen. Andere sagen, da könnte man eine Marktlösung machen. Andere sagen, das sollten doch die Konsumentenprodukte finanzieren, wenn eben sozusagen dann die großen Lebensmittelkonzerne sagen, ja, ich habe eine klimaneutrale Wertschöpfungskette oder auch für Biomasse. Also gibt es da eine Preisprämie, die man sich abholen kann. Dann überlegen viele Mitgliedstaaten, auch zusätzliche finanzielle Mittel auszugeben, also nicht aus der gemeinsamen Agrarpolitik, aber wie zum Beispiel Deutschland, ist ja auch überlegt, einen gewissen Anteil der Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem
auch für die Landwirtschaftler zu verwenden. Also da gibt es sehr viele Ideen und sehr unterschiedliche Ansichten. Ja. Viele sagen auch, man bräuchte ein separates Ziel für die Kohlenstoffeinbindung. Man sollte das ja nicht mit den Emissionsreduktionen vermischen und so weiter. Was will ich jetzt oder so sagen, was meine Ansicht hier ist, egal was wir hier machen, gehen wir mehr auf öffentliche Finanzierung, gehen wir mehr auf private Finanzierung. Egal von wo dieses zusätzliche Geld kommt, was wir brauchen, ist ein zuverlässiges Zertifizierungssystem. Wir müssen sagen können, okay, für wie lange, wie viele Tonnen CO2 eingespeichert sind. Also auch, was sind die Effekte auf Biodiversität, auf Wasser und so weiter, weil, wie auch vorher ganz deutlich angeklungen ist, wir wollen ja nicht Lösungen finden, die dann negative Auswirkungen auf andere Umweltbereiche haben, oder? Wo wir hin möchten, ist sozusagen so eine Dreifachlösung. Gut fürs Klima, gut für die Biodiversität, für die Umwelt und gut für die Landwirte selbst, für die Bioökonomie. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr vielversprechende Ansätze. Wir haben ja schon über die Moore geredet, wir haben über Agroforst, über Weideland und so weiter. Es gibt viele gute private Initiativen in Europa, die das gerade machen. Und sozusagen, was wir jetzt mit unserer Initiative erreichen möchten, ist eine gesamteuropäische Diskussion dafür zu haben. Und es gibt eben sehr viele Diskussionsveranstaltungen wie diese hier, die sehr interessant sind, sehr unterschiedliche Ansichten. Und sozusagen, und wie können wir sozusagen hier Best Practices herausfinden, um hier wirklich zuverlässige, robuste Modelle zu finden? Wie kann man eben transparent darstellen, okay, welche anderen Methoden gibt es, die eben zu einer Landwirtschaft führen, zu einer Forstwirtschaft führen, wo mehr Kohlenstoff eingespeichert wird und wir dann insgesamt eben sozusagen zu Wertschöpfungsketten kommen, die klimaneutral oder klimapositiv sind. Und ich glaube sicher, dass wir jetzt im Laufe der Diskussion noch auf einige der mehr technischen Diskussionen, technischen Aspekte vielleicht wie Permanenz, Additionality, also wie kommt man zu zusätzlicher Kohlenstoffeinsprechung und so weiter zu sprechen kommen. Aber ich nehme erstmal mit, dass Sie diesen ganzheitlichen Ansatz teilen, dass man nicht auf einen reinen C im Boden guckt, sondern in einem System, was auch die anderen Ziele der europäischen Umweltpolitik mit in den Blick nimmt. Ich meine, für vieles ist natürlich Bodenkohlenstoff natürlich auch ein gutes Signal, ein guter Indicator. Aber da muss man natürlich auch dann weiter schauen. Und es gibt dann eben verschiedene Ansätze. Schaut man nur sozusagen, wie viel zusätzlicher Kohlenstoff eingespeichert ist, oder schaut man eben auch auf die Management Practice. Was wird genau durchgeführt? Aber sozusagen, das geht dann schon so ein bisschen in die Monitoring-Diskussion hinein, wo es interessante unterschiedliche Ansichten gibt und was wir eben intensiv technisch diskutieren sollten. Naja, und ja, auch vorher haben wir ja gehört, die Messung ist gar nicht so einfach und ob der Kohlenstoff im Boden ist oder ob er wirklich in den lebendigen Wurzeln ist und dauerhaft. Also wir haben noch viele offene Fragen, ja. Aber wir schauen jetzt erstmal nach Berlin auf die Bundesebene und fragen Dr. Ophelia Nick, was sie sich sozusagen von der, ja, aus Sicht des Bundeslandwirtschaftsministeriums vorstellen könnte. Ist das eine Chance für Landwirte, die dringend nötig haben, Geld auf die Höfe zu bekommen? Oder sehen Sie eher diese skeptische Sicht, dass da missbraucht wird, dass jeder, der irgendwas kompensieren will, Credits, was auch immer, zahlt an Landwirte und sich damit freikauft. Wie schätzen Sie das ein in Berlin? Ophelia Nick. Ja, vielen Dank und ich begrüße auch die vielen Zuschauer und es war ja auch bisher schon hochspannend, was ich jetzt auch nochmal gelernt habe. Es ist ja wirklich in vielen Gesprächen das Thema, aber auch heute nochmal in der Intensität und Ausführlichkeit fand ich das schon mal eine ganz tolle Veranstaltung. Wir beschäftigen uns eigentlich mit Carbon Farming seit dem ersten Tag, seitdem wir hier im Haus sind. Wir sind ja jetzt erst knapp 2 Monate hier, aber ich grüße auch von Cem Özdemir. Ich glaube, an seinem 3. Tag war er schon im Europarat und das Thema Carbon Farming steht dann eben auf der Tagesordnung. Und natürlich haben wir sehr schnell versucht, dazu eine Haltung zu finden, denn die Überschrift der jetzigen Bundesregierung ist ja ganz klar auch Klimaschutz. Dafür haben wir uns vereinbart und wir hier im Sektor Landwirtschaft und Ernährung wollen unseren Beitrag auch dazu leiten. Aber wir haben ja auch hier als Bundesregierung auch klar gesagt, wir wollen auch Einkommen auf die Höfe bringen, beziehungsweise nicht dann eben Sachen verlangen, wo es dann vielleicht schwierig ist.
Und da könnte man dann denken, klar, Carbon Farming ist eine tolle Idee. Aber ich glaube, hier in der Ausführlichkeit, wie es diskutiert war, kann man doch gehörigen Zweifel daran anmelden, haben wir auch hier im Haus angemeldet. Denn schon der Grund, dass wir die Klimaziele in unserem Sektor alleine erreichen müssen, macht es ja schon schwierig. Das heißt, das Thema zu verkaufen, also sozusagen doppelt und dreifach hier die Senkleistungen des landwirtschaftlichen Sektors zu benutzen, das sehen wir hochkritisch. Und das wäre dann ja auch Greenwashing und das lehnen wir ab. Dann glaube ich, muss das hier auch nicht wiederholen, dass es doch sehr schwierig ist, das zu zertifizieren. Deswegen sehen wir da auch eine Skepsis, dass man sagt, man macht es in eine Zertifizierung. Vor allen Dingen, dann ist es ja auch nur, ich sag mal, wenn ich so einen Bestandsmoment habe und ich messe das, dann habe ich das für das und das und im nächsten Jahr habe ich dann vielleicht zwei trockene Jahre, dann nochmal viele Starkregen und dann ist all das, was ich dann erreicht habe und honoriert habe, hinweg. Also von daher denke ich, sollten wir zu anderen Maßnahmen gucken. Wir haben viel über die Moore gesprochen. Hier wird eine Moorstrategie gemacht. Ich glaube, das ist auch sicherlich was, wo man dann auch, wir haben ja Moor Future und so weiter, wo das eigentlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, in diesem kleinen Bereich funktioniert das ganz gut. Was wir natürlich auch versuchen, so eine Torfminderungsstrategie, habe ich mich auch intensiv mit beschäftigt. Wenn man nicht glaubt, was alles mit Torf wächst, also zum Beispiel der Christstern, ja, und wenn wir den ohne Torf machen, dann hält er nicht lange. Entweder müssen wir uns vom Christstern verabschieden oder wir müssen da andere Möglichkeiten finden. Aber das kann natürlich nicht sein, dass wir da eben permanentes Torf auch wirtschaftlich nutzen. Da müssen wir uns eben auch mit den Gärtnern und allen zusammen was überlegen. Wiedervernässung ist diskutiert worden. Da ist ja auch einmal, genau, haben wir ja auch Ideen, ob man das mit Doppelnutzung macht, ob man da eben auch mit Agri-PV-Anlagen oder sonst wie rangeht. Auch da sind wir aber sehr noch intensiv im Gespräch. Also ich will das hier einfach gar nicht sagen, dass wir da schon fertig sind. Wir prüfen das, um darüber dann zum Beispiel Einkommen in die Landwirtschaft zu bringen. Umbau der Tierhaltung ist aber eins der Hauptthemen. Das, und wenn ich jetzt sage, ja, und ich bin auch Tierärztin, aber Anita Idel hat auch darüber ein Buch geschrieben, also Tiere auf der Weide können eben auch Klimaschutz bringen, natürlich auch die Tierzahlreduktion. Also auch das ist ein großes Thema. Ich komme zum Schluss, Ackerbau, auch da werden wir uns widmen. Ich glaube, das war jetzt hier auch im Chat. Wie düngt man, was bringt man in den Boden? Da wollen wir nochmal viel Wissenschaft, Technik reinbringen, aber ein lebendiger Boden ist wichtig für Biodiversität, für Humusaufbau. Und ich glaube, da können wir auch mit Ackertechniken und so weiter sicherlich noch einiges machen. Da ist noch viel Luft nach oben, Pestizide zu reduzieren, Ökolandbau, es gibt die Ökoprämie, das könnte man ja auch schon mal sagen, das ist eine Art in dem Sinne, wie man auch versucht, eben humusaufbauende Leistungen zu honorieren. Auch da haben wir einiges vor, bis 2030 30% Ökolandbau. Und das allerletzte, die GAP, die jetzt so ist, die schauen wir an, da bitte auch prüfen in Europa, wie das ist, aber das ist ja was, was wir geerbt haben, aber sicherlich die zukünftige GAP 2027, da fangen wir eigentlich jetzt schon in den nächsten Monaten an zu arbeiten, dass wir eine gemeinsame Agrarpolitik sind, die eben die Themen Humusaufbau, Klimaanpassung, Biodiversität und Tierwohl und Einkommen für Gemeinwohlleistungen der Landwirtinnen und Landwirte, dass das bringt. Ganz herzlichen Dank und es bleibt ganz klar dabei, es bleibt hier ein ganzheitlicher Blick, alles wird zusammengedacht bis zum Fleischkonsum ja auch, also ganz klare Message nach draußen, schon mal weniger Fleisch, das aber von Weidetieren, das hilft an dieser Stelle. Ja, ich würde gerne jetzt den Deutschen Bauernverband fragen und gleich schon eine Frage aus dem Chat mit auf den Weg geben, die viele beantwortet haben wollen, nämlich auch das Stichwort regenerative Landwirtschaft. Das ist ja eine Bewegung von vielen Landwirten, die sozusagen aus der Höhe ihres Schleppers feststellen, wir haben den Boden lange vernachlässigt, was können wir eigentlich als Landwirte tun, um im Boden Klimaschutz zu machen? Und das ist eine Praktikabewegung von vielen Landwirten, die sich gegenseitig informieren und die eigentlich ja einen Aufbruch machen in eine richtige Zukunft. Und natürlich erstmal sagen wir, wenn wir jetzt Zertifikate bekämen, wäre das eine tolle Lösung. Nun haben wir gelesen, so schnell, so einfach ist das gar nicht fair und realistisch und ohne Tücken zu machen.
Deshalb jetzt die spannende Frage, der Deutsche Bauernverband, Herr Ping, wie positionieren Sie sich zum Carbon Farming? Ja, vielen Dank, Frau Busse, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, Herr Häusling, vielen Dank, dass wir hier auch die Sicht des Deutschen Bauernverbandes einbringen können. Ich möchte zwei Aspekte vorweg sagen. Wir haben auch, dass nicht der Eindruck entsteht, wir reden jetzt über Carbon Farming und reden nicht mehr über Emissionen und andere Themen, die in Sachen Klimaschutz wichtig sind. Einmal Thema Klimaanpassung müssen wir immer im Blick behalten. Die Landwirte sind stark betroffen. Das wird häufig vernachlässigt, aber da ist das Thema Humusanreicherung, Humussteigerung auch ein Beitrag, um die Klimaresilienz der Landwirtschaft zu verbessern. Das nur vorweg gesagt. Das Thema Ernährungssicherung und Vermeidung von Carbon Leakage. Alles, was wir machen, muss mit berücksichtigt werden. Hat es Auswirkungen auf Ernährungssicherung, auch wenn es um Carbon Farming, manche sehen ja schon die Aufforstung der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. Also Ernährungssicherung bleibt ein Ziel für Deutschland und Europa. Das müssen wir im Blick behalten und wir sollten nicht Maßnahmen ergreifen, die dann im großen Stil zu Carbon Leakage führen. Das vorweggesprochen, aber auch das Thema Emissionen. Die Landwirtschaft hat ihre eigenen Emissionen im Bereich Methan und Lachgas und dem müssen wir uns stellen. Wir haben uns eigene Ziele gesetzt. Im Klimaschutzgesetz sind Ziele für die Landwirtschaft vorgesehen. Dem stellen wir uns. Wir sind auf diesem Zielpfad schon ziemlich weit fortgeschritten. Das soll nur betont werden, bevor wir jetzt zum Thema Carbon Farming kommen. Für uns ist das ein Zukunftsthema. Es ist ein spannendes Thema, ein Zukunftsthema und wir finden es richtig, dass auch die französische Ratspräsidentschaft das auch auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das ist ein Bereich, wo wir mehr dran arbeiten müssen, weil aus unserer Sicht, und Herr Holzleitner hat auch immer eine Folie, die er eingangs zu Vorträgen zeigt, dass letztlich ohne die Land- und Forstwirtschaft Klimaneutralität 2045, 2050 nicht gelingen kann. Es gibt unvermeidbare Emissionen. Es gibt Restemissionen in verschiedenen Sektoren. Auch eine klimaneutrale Ernährung wird es nicht geben. Also auch Landwirtschaft hat unvermeidbare Emissionen, die ausgeglichen werden müssen, wenn wir Klimaneutralität umsetzen wollen, erreichen wollen. Und das heißt, erstmal sind natürlich alle Sektoren gefordert, ihre eigenen Beiträge zur Reduzierung der Emissionen zu leisten. Aber ob Landwirtschaft oder auch andere Sektoren, es gibt unvermeidbare Restemissionen, wo Carbon Farming eine große Bedeutung haben kann. Und wir sehen schon dieses Potenzial in dem Bereich, ob es Agroforst ist, ob es Humusanreicherung ist, ob es die Forstwirtschaft generell ist, ob es das Grünland ist, die Moore, die Humusanreicherung. Es gibt ein breites Spektrum an möglichen Maßnahmen. Und da würde ich erstmal nicht per se Maßnahmen ausschließen, sondern es ist, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir alle Maßnahmen, die einen Beitrag leisten können, nebeneinander legen, diese fachlich bewerten, prüfen, wie es umsetzbar ist, wie es auch zertifizierbar ist und Ähnliches. Die Stichworte, die genannt sind, Dauerhaftigkeit, das muss jetzt geprüft werden. Und dann kann das eine echte Klimaleistung sein, die in der Klimapolitik wirklich zwingend erforderlich ist. Und es kann auch ein Beitrag sein für die Landwirte zur Honorierung, also für ein Einkommen auch in der Landwirtschaft. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Klimadienstleistung dann zu honorieren. Herr Holzleitner hat schon ein paar angesprochen. In Deutschland ist die Diskussion aus dem Energie- und Klimafonds eine Honorierung vorzunehmen. Da sind sicherlich auch weitere Varianten denkbar. Es ist aber eine Leistung, die dann auch tatsächlich honoriert werden soll und auch die den Landwirten auch anerkannt werden soll. Dafür brauchen wir aber einen verlässlichen Rahmen. Wir brauchen ein verlässliches Zertifizierungssystem auf europäischer Ebene. Deswegen erwarten wir das mit Spannung, was die EU-Kommission dann im Herbst vorlegen will, sowohl für die Akzeptanz als auch für
ja, die Klimapolitik, die Verlässlichkeit der Klimapolitik, brauchen wir dort ein verlässliches System. Und da geht es darum, welche Maßnahmen sind geeignet, wie können sie honoriert werden, werden sie maßnahmenorientiert gefördert oder ergebnisorientiert. Es gab aber ja schon die Äußerung, dass man es eher an den Maßnahmen festmacht. Die Bezugsbasis muss geklärt werden, die Dauerhaftigkeit muss geklärt werden. Das ist jetzt zwingend erforderlich und das erwarten wir mit Spannung, um dieses Thema voranzubringen. Ein spezielles Thema möchte ich noch, und dann komme ich auch zum Schluss, das Thema Moore ist natürlich eine besondere Herausforderung. Das wissen wir. Wir wissen um den Anteil der Emissionen aus den Mooren, aber ich bitte auch zu bedenken, das ist nicht so eine einfache Lösung. Wir müssen uns dem stellen, hundertprozentig klar, aber die Lösung kann nur sein, eine Wiedervernässung, die dann auch mit den Landwirten stattfindet, die dann auch ein Auskommen für die Landwirte erbringt, die eine nicht nur in fünfjährigen Perioden der zweiten Säule Paludikulturförderung, sondern es müssen wirtschaftliche Perspektiven über eine Generation für diese Betriebe vorhanden sein. Daran müssen wir arbeiten, aber es ist nicht so leicht, wie mancher meint, mit einer Wiedervernässung es voranzubringen. Das vielleicht erstmal zum Einstieg. Vielen Dank. Also ich nehme mit, dass es auf jeden Fall Moorschutz natürlich sowieso und auch einen Klimabeitrag zur Landwirtschaft geben muss. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Aber es gibt auf jeden Fall noch viele, viele sehr offene Detailfragen. Und es gibt ein Positionspapier, das die Verbände WWF mit einer ganzen Reihe von anderen Verbänden, Organisationen geschrieben haben, in dem sich die Verbände zum Ziel Humusaufbau natürlich bekannt haben, aber eben diese Zertifikatefrage auch sehr skeptisch eingeschaut haben. Würden Sie, Herr Sommer, würden Sie mit dem, was Herr Ping gerade gesagt hat, zusammengehen oder würden Sie sagen, Ihre Sicht macht diese Fragezertifikate gleich quasi überflüssig, weil das gar nicht gehen kann? Ja, danke. Erst nochmal Hallo in die Runde. Ich kann ja mal anfangen. Ich würde tatsächlich mit Herrn Ping zusammengehen und zwar Leistungen, die Landwirte für Naturschutz erbringen, sollten auch entlohnt werden. Das ist wahrscheinlich, würde niemand widersprechen. Das ist auch in anderen Bereichen so. Wenn Sie ein Elektroauto kaufen, bekommen Sie auch eine Kaufprämie. Dazu muss man aber sagen, ja, es müssen natürlich permanente und verlässliche Kohlenstoffsenken sein. Und dazu haben wir jetzt schon viel gehört, die Problematik. Dass die Wirtschaftlichkeit der Betriebe damit erhöht werden soll, liegt im Sinne von Anreizen. Das braucht man, glaube ich, nicht betonen. Ne? Das ist ja logisch. Damit aber jetzt die allgemeine Schieflage lösen zu wollen, dass Lebensmittel verramscht werden und dass Erzeugerinnen dieser Produkte nicht mehr von ihrer Arbeit leben können, lässt sich mit Sicherheit nicht mit Kohlenstoffzertifikaten lösen. Ich finde es sehr gefährlich, wenn man unreflektiert Umwelt, soziale und ethische Fragen miteinander verknüpft und dann daraus Ausschlusskriterien ableitet, was geht und was nicht geht. Trotz alledem, und da stimme ich mit Herrn Pingen überein, die Investition in den Humusaufbau ist ein Triple Win. Ne? Humusreiche Böden sind fruchtbarer, Ernährungssicherheit sind resilienter, Klimaresilienz jetzt gefragt und speichern CO2. Und genau in dieser Reihenfolge würde ich es auch sehen, von der Gewichtung her. Wer bezahlt und aus welchen Gründen? Wir haben das eben schon gehört. Wir dürfen hier die Unternehmen nicht aus der Pflicht entlassen. Wir sind da sehr besorgt, dass es wieder dazu kommt, dass CO2-Zertifikate dazu benutzt werden, dass unbedingte und unabhängige Mitigationsmaßnahmen in anderen Sektoren unterminiert werden. Anstatt alles Notwendige zu tun, könnten Unternehmen dazu geneigt sein, sich hier über diesen, sagen wir mal, Ablasshandel aus der Affäre zu ziehen. Und das ist überhaupt nicht im Sinne der Paris-Idee und hilft dem Klima auch nicht. Der Sektor Landwirtschaft hat auch Reduktionsziele, wir haben es gehört. Ich finde die noch nicht ambitioniert genug, aber darüber kann man diskutieren. Die Frage ist also ganz generell, warum sollte der Sektor Landwirtschaft, der reduzieren möchte, Senken an andere Sektoren verkaufen? Die wird er womöglich sehr schnell selbst benötigen, erst recht, wenn wir dahin gehen, dass wir Methan- und Lachgasemissionen jetzt auch in den Blickwinkel nehmen. Über Potenziale, Machbarkeit, Messbarkeit haben wir schon gehört. Ich wiederhole es nochmal, der Kohlenstoffspeicher in Mineralböden hat seine Grenzen. Das ist zeitlich und von den Mengen her. Wir müssen hier wirklich überzogene Erwartungen managen. Das wird nicht die silberne Kugel sein, um Klimawandel zu verhindern. Das sind, wenn man allen Wissenschaftlern, ich habe das selbst auch zugearbeitet, glaubt, kleine Anteile, die eine Senke Kohlenstoff im Boden dazu beitragen könnte.
Das ist auch wichtig, mal zu betonen, dass wir so eine Senke nicht überall morgen zugleich hinbekommen. Ne? Sowas würde eine Anlaufzeit benötigen und damit hat man dann auch eine ganze lange Zeit, die man benötigt, um überhaupt erstmal ein Potenzial zu realisieren. Wir müssen es auch nochmal betonen, wir müssen im Moment davon ausgehen, das sagt das Thünen-Institut, dass das Ackerböden eigentlich eher Humus verlieren momentan noch. Also müssten wir eigentlich erstmal eine Trendumkehr hinbekommen. Also Mineralböden als mittel- oder gar langfristige Senken anzusehen und dafür zu entlohnen, kann nicht ohne weiteres garantiert werden. Ich möchte nochmal auf diese Währung oder die Frage, sollen hier Tonnen CO2 bezahlt werden oder sollten nicht besser Maßnahmen bezahlt werden? Wir haben es schon gehört, das Monitoring Reporting, die Verification, also das MRV der CO2-Senke Boden ist eine große Herausforderung. Ich habe das selbst gemacht, ich habe selbst viele tausend Bodenproben genommen und weiß, wie schwierig das ist, die Heterogenität zeitlich und räumlich hinzubekommen. Es müsste dann schlaggenau gemessen werden, wir müssten Basiskarten erstellen, das ist teuer und kaum bezahlbar. Wir müssten dann auch klären, wurde auch schon angemerkt, ob Landwirtinnen dann Geld zurückbezahlen, wenn die gewünschte Senke sich so nicht materialisiert. Dann nochmal ein Punkt, der noch nicht genannt wurde, Faktor Fairness. Landwirtinnen, die schon immer in Bodenfruchtbarkeit investiert haben, und das sind zum Teil die Biobauern, könnten benachteiligt werden, weil generell gilt, Böden, die bereits reich an Humus sind, haben auch ein viel kleineres Potenzial, noch mehr zu speichern. Es liegt damit für uns auf der Hand, die Währung CO2 bringt viele Probleme und Kosten. Die Währung Maßnahmen, und das wurde auch schon angesprochen, scheint viel einfacher und vielversprechender. Fruchtfolgenart der Bodenbearbeitung, das, was auch im Chat jetzt besprochen wurde, das Einarbeiten von, das Management von organischer Substanz, möchte ich mal wissen. Die GAP hätte da liefern können, hat sie nicht oder nur zum Teil, und die nächste GAP muss liefern. Zu den EU-Zielen nochmal ganz konkret. Wir müssen es wirklich hier verhindern, dass die Kriterien Permanenz, Zusätzlichkeit, Messbarkeit, also MRV, Baseline, Double Claiming, Double Accounting, dass das hier nicht verwässert wird. Denn das sieht mir so aus, als wenn das gerade zur Diskussion steht. Boden-CO2-Zertifikate sollten nicht als Minderungsziele anderer Sektoren zugelassen werden. Ich kann Beispiel in Microsoft investiert stark in Böden. Ganz ehrlich, ich frage mich, warum muss Microsoft in Böden investieren? Das ist Quatsch. Die können ihren grünen Strom selbst kaufen und ihre Minderungsziele selbst erfüllen. Was ist zu tun? Was sollte DG Klima angehen? Zuerst einmal die Erfassung der LULUCF-Daten, das Monitoring, Reporting with Verification europaweit vereinheitlichen, verbessern anhand der IPCC-Vorgaben und vollständig transparent jährlich sicherstellen. Wir sagen vom WWF auch strikt Quellen und Senken getrennt halten, damit kein Anreiz besteht, Minderungen zu vermindern. Der Sektor Landwirtschaft muss selbst reduzieren und benötigt seine Böden und diese Senken selbst. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Sommer. Ich gebe das mal gleich an Herrn Holzleitner. Wie kann man denn verhindern, dass andere Branchen die Landwirtschaft ausnutzen, um ihre Emissionen dorthin abzuwerfen? Haben Sie? Wie gesagt, da gibt es eben, wir haben gehört, sehr unterschiedliche Ideen, wie man diese Leistung dann honorieren kann. Ne? Wir haben schon die unterschiedlichen Ansichten von Microsoft und von WWF jetzt gerade gehört. Und da möchte ich wirklich sehr offen bleiben in dem, wie das am besten funktionieren kann. Wie kann das durch die nächste gemeinsame Agrarpolitik funktionieren? Wie kann das durch zusätzliche Finanzierung aus staatlicher Hand funktionieren? Wie kann das privat funktionieren? Wie können wir eben sozusagen eine Preisprämie abholen in derselben Art und Weise, wie wir es bei Bio-Lebensmitteln haben? Aber alles, egal wie wir das machen, egal wie die Finanzierung aussieht, wir brauchen ein gutes Informations-Monitoring-System, um zu wissen, was ist das Beste, was man auf einem Stück Land mit einem Stück Wald machen kann, aus Sicht des Klimaschutzes, der Biodiversität und dann natürlich auch aus der Bioökonomie. Und das, wie auch Herr Sommer jetzt gerade gesagt hat, das MRV, Monitoring, Reporting, Verification, das ist wirklich sozusagen das Herzstück unserer Zertifizierungsinitiative, um sozusagen transparent darstellen zu können, was können Bauern, Bäuerinnen leisten, wie viel Kohlenstoff können sie hier einspeichern und
das ist sozusagen der erste Arbeitsstrang, den wir derzeit haben. Und nebenbei müssen wir eben diskutieren, okay, wie sieht zukünftig unser Politikansatz hier aus? Was ist die Rolle der Mitgliedstaaten? Was ist die Rolle der gemeinsamen Agrarpolitik? Wie können wir eben auch sozusagen die Konsumenten für Nahrungsmittel, für Biomasse hier mit einbeziehen? Also das finde ich etwas sehr Wichtiges, dass wir uns die Wertschöpfungskette hier ja ansehen und die nicht draußen vorlassen, die ja dann sozusagen die Produkte aus dem Land- und Forstwirtschaftssektor nutzen. Die sollten hier auch intensiver eingebunden sein. Und wie gesagt, da gibt es viele unterschiedliche Ansätze. Aber ich glaube, da haben wir jetzt auch gleichzeitig, wir müssen das technisch richtig hinkriegen und gleichzeitig müssen wir diskutieren, wie ist der Politikansatz dafür, wie ist zukünftig die Entlohnung, also langfristig gesehen nach 2030 bis 2050, wo wir ja eine völlig andere Kohlenstoffwirtschaft haben. Ich glaube, das geht in der gesamten Diskussion so ein bisschen unter. In 2050 haben wir keinen fossilen Kohlenstoff mehr. Aber wir brauchen Kohlenstoff nach wie vor. Wir brauchen ihn in der Industrie, wir brauchen ihn zur Produktion von Nahrungsmitteln. Also wir werden ganz andere Wertschöpfungsketten haben und dafür müssen wir auch sozusagen die Märkte, die Politik darauf vorbereiten. Dankeschön. Wir haben gehört, die Fragen sind da, aber die genauen Antworten, die wir ein bisschen vielleicht hätten rauslocken wollen, die können wir noch nicht bekommen, wie das dann genau honoriert werden will. Ich habe aber jetzt zwei Fragen im Chat, die ich gerne erstmal an Martin Häusling richten will. Und dann würde ich Sie gerne nochmal bitten, nochmal Vorschläge zu machen, wie man denn tatsächlich gute Maßnahmen honorieren könnte, was ein guter Weg sein könnte, dass sozusagen dieses Doppelte, das Triple Win, wie Herr Sommer gesagt hat, Potenzial vom Humusaufbau zu nutzen, ohne in diese Gefallen zu laufen, die wir ja besprochen haben. Aber kurz vorher, die beiden Fragen, die jetzt ganz oben stehen, sind nochmal die nach den Chancenpotenzialen von regenerativer Landwirtschaft. Und darunter fragt ein anderer, ob es nicht ein Unding sei, zu sagen, Mulch-Direktsatzsysteme im Ackerbau, die bringen nichts für den Boden, weil die konservierend ackernden Landwirte Fruchtfolge gestalten, Zwischenbeuchte anbauen, organischen Dünger nutzen und eine angepasste Bodenbearbeitung machen, damit den Humus Anbau erhöhen. Wie schätzen Sie das ein, Martin Häusling? Und danach ja, Herr Pingen. Ja, eine alte Diskussion. Fluglose Bodenbearbeitung ist per se nicht sozusagen bodenkonservierend oder muss aufbauend. Natürlich kann man fluglos arbeiten, ja, aber das ist für mich jetzt nicht eine Grundsatzentscheidung. Leider, und das ist ja Tatsache, sind 95% der Fluglosen Bearbeiter arbeiten mit Glyphosat zusammen. Und da haben wir genau wieder diesen Widerspruch nach dem Motto, okay, ich setze einen Totalherbizid ein und dann pflüge ich nicht, sondern bearbeite den Oberboden nur 5 cm. Da gibt es so viele Studien, die zeigen, dann habe ich zwar im Oberbodenbereich einen höheren Humusgehalt, aber ich habe das Problem der Verdichtung in Unterböden und da habe ich einen Abbau. Das muss man einfach sehen. Deshalb sollte man das jetzt nicht noch diskutieren als Klimaschutzmaßnahme. Das kann man auf Erosionsschutz kann man auf viele Arten machen, das würde ich dann noch stehen lassen, aber das kann auch ein Biobetrieb machen, fluglos. Ich finde sowieso auch die Frage regenerative Landwirtschaft, es wird alle paar Jahre ein neuer Begriff durch die Landschaft getragen, der ist ja nicht definiert. Ne? Was ist regenerative Landwirtschaft? Wir haben in der Europäischen Union den Begriff biologische Landwirtschaft zertifiziert und der ist sozusagen festgeschrieben. Und deshalb warne ich dafür jetzt neue Begriffe und jeder versteht unter dieser Form von Landwirtschaft wieder was anderes. Ich bleibe dabei und ich denke auch, das hat die vorige Diskussion gezeigt, wir sollten nicht anfangen, jetzt an dem C-Gehalt des Bodens daran Honorierungssysteme zu binden. Wir sollten an die Maßnahmen gehen und da auch gucken, was sind im Gesamtpaket denn die Maßnahmen, die am meisten bringen. Und das ist halt nicht, wenn ich ein bisschen Humusanreicherung in den Ackerböden bringe. Ich selber bin seit 35 Jahren, mache ich biologische Landwirtschaft. Ich weiß, wie schwierig das ist. Das ist keine Maßnahme, die mache ich heute und in 5 Jahren habe ich einen höheren Humusgehalt. Das ist eine Generationenfrage, wenn man so will. Und wenn ich auf einem schlechten Standard bin, Sandboden, da kann ich 50 Jahre dran arbeiten, da habe ich immer noch keinen Humus im Boden. Also das muss betriebsindividuell gesehen werden. Und wenn ich das ein Honorierungssystem machen würde, dann würde ich sagen, okay, wir schauen uns den Betrieb an. Dann würde ich sagen, wie viel
Agrarforstsysteme macht er, hat er Moorböden, tut er was dazu zu halten, hält er sein Grünland instand und dann macht er ein Ackerbausystem, zum Beispiel über Humusaufbau. Jeder Biobauer macht seine 3 Jahre Kleegras oder 7 Jahre Luzerne, um den Humus und die Bodenfruchtbarkeit zu steigern. Das ist im System angelegt. Das kann ich dann honorieren. Aber wenn wir anfangen, Zielgehalt im Boden zu messen, da wünsche ich dann frohe Verrichtung und nehmen es mir nicht übel, Herr Holzleitner, dann ein System für Europa zu entwickeln, was von Finnland bis nach Portugal die gleichen Maßstäbe anlegt, das halte ich für fast unmöglich. Wir kriegen es ja in Deutschland mit den unterschiedlichen Böden wahrscheinlich schon gar nicht hin. In Europa, ja, da muss die Kommission noch viel arbeiten, wenn sie das hinbekommen will, am Ende des Jahres. Das halte ich für die größte Schwierigkeit. Und wie gesagt, ich denke, wir müssen an die Systeme rangehen. Und ein intensives konventionelles System, das haben wir in den letzten Jahren ja gesehen, haben wir eher das Problem Humusverluste im Boden und keinen Humusaufbau. Erstmal das umzudrehen, das wäre ja schon mal eine Riesenaufgabe. Und das geht nur über eine gute fachliche Praxis, die wir besser definieren müssen. Und dazu gehört für mich zum Beispiel, in die Anbausysteme Leguminosen einzubringen, als Grundvoraussetzung für eine Honorierung. Bewährte, erprobte Vorschläge. Herr Ping, gehen Sie mit. Ich gebe Ihnen noch mal einen Kommentar mit aus dem Chat. Da schreibt nämlich Marc Eberle, wir brauchen alle Lösungsinnovationsansätze, vor allem, weil Carbon Farming sehr viel billiger sei pro CO2-Tonne Einsparung, also die Sequestrierung. Und wenn die Landwirte proaktiv in einem privaten System reagieren könnten, wäre es durch Anreize leichter, neue Praktiken auszuprobieren. Gehen Sie damit oder sehen Sie eher den systemaren Ansatz, den wir ja eher diskutiert haben? Ja, 2 Punkte. Vielen Dank erstmal. Also ich würde mich jetzt nicht auf eine Maßnahme festschießen. Keiner erweckt, glaube ich, den Eindruck, wenn man Stroh auf der Fläche lässt, dass man dann ein Humuszertifikat bekommt und dafür Geld bekommt, sondern es wird immer auch mehrere Maßnahmen in einem Betrieb betreffen. Und da gehören die Zwischenfrüchte dazu, tiefwurzelnde Leguminosen. Das hat ja zum Beispiel die Bodenzustandserhebung des BMEL und Thüneninstitut hat es ja umgesetzt, auch ergeben, dass im Unterboden sehr viel mehr Kohlenstoff gefunden wurde, nachgewiesen wurde als erwartet durch tiefwurzelnde Leguminosen. Also es wird immer eine Kombination von mehreren Maßnahmen sein und nicht irgendwie eine Maßnahme und das ist dann alles. Und da würde ich gerne alle Maßnahmen, die geeignet scheinen, auch erstmal auf dem Tisch lassen. Da gehört auch eine konservierende Bodenbearbeitung dazu, da gehören aber auch andere Maßnahmen, Zwischenfrüchte, Hecken, Agroforst, das Spektrum ist breit. Und wir haben das Glück, vielen Dank an das BMEL, dass wir jetzt gemeinsam mit dem BOLW in den nächsten 6 Jahren auf 150 Demonstrationsbetrieben erproben können und das wissenschaftlich begleitet durch das Thüneninstitut, wie Humusaufbau funktionieren kann. Und das in konventionellen Betrieben und in ökologisch wirtschaftenden Betrieben. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass beide Betriebsrichtungen voneinander lernen können. Und letztlich zählt dann nur, was ist wirklich für den Humus herauszuholen, beziehungsweise was bringen die Leistungen. Zu der Frage von Frau Busse bezüglich der privaten Systeme. Also wenn jetzt ein Lebensmittelunternehmen sagt, wir wollen klimaneutral werden und alle unsere Produkte klimaneutral machen und hier geht es um Lebensmittel. Und wenn das Unternehmen dann letztlich nicht durch eine staatliche Verpflichtung, sondern aus Imagegründen Geld dafür bereitstellt, dass in der Landwirtschaft eine Humusanreicherung stattfindet und dann auch eine Kohlenstoffsenke produziert wird, dann kann ich da erstmal nichts Negatives dran sehen. Das ist sicherlich eine geeignete Möglichkeit, um dann auch Leistungen in der Landwirtschaft zu honorieren. Die finden dann in der Landwirtschaft statt und werden auch in der Landwirtschaft angerechnet. Und so kann dann auch eine Honorierung dieser Leistung erbracht werden.
Ganz herzlichen Dank. Dann bleibt natürlich die Frage, wie das dann zu messen wäre, weil wir im Moment so wahnsinnig viele Klimaneutralitätsversprechen auf Produkten haben, wo wir gar nicht so genau nachgucken. Und die letzten Studien, die ja gerade ergeben haben, gerade im Lebensmittelbereich, sind da viele Versprechen. Also Herr Holzleitner, das wird kompliziert für Sie, das dann gut messbar und klar darzustellen. Aber Herr Sommer, Sie hatten sich eben gemeldet und ich habe vielleicht noch eine Frage, die man aus WWF-Sicht ganz gut berücksichtigen könnte, nämlich Lisa Tostado fragt, inwiefern man das Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten nutzen könnte, um weltweit Böden zu schützen. Natürlich gibt es und da gibt es ja eben auch die Diskussion, ob man da nicht auch andere Böden einstellt. Also Savannen in das Cerrado, nehme ich an, in Brasilien wird auch mehr Kohlenstoff binden, als wenn das eine Sojaplantage würde. Ist das eine Chance, da anzusetzen? Ja, super interessante Frage. Ich merke sie mir jetzt mal, wollte noch zwei Kommentare machen zu der Zertifizierung und dem Monitoring und Reporting. Ich bin selbst Bodenkunde, habe das jahrelang selbst gemacht. Wir hatten vor 2 Wochen eine Veranstaltung vom DAFA, vom Deutschen Agrarforschungsallianz. Da hat ein Bauer berichtet, wie das vonstatten geht. Eine Probe pro 5 Hektar alle 5 Jahre. Und da muss ich sagen, als Bodenkunde, da lache ich. Das ist überhaupt nicht ausreichend. Und diese Probe allein hat 120 Euro gekostet. Ich würde sagen, 5 Proben pro Hektar pro Jahr, da wird ein Schuh draus. Und dann merkt man sofort, wie teuer das Ganze wird. Das ist wirklich schwierig. Allein das Baselining, was ich eben gesagt habe, da ist man Grundlage, wo fange ich denn überhaupt an? Das müsste ich mal machen. Also es wird unglaublich schwierig. Und Herr Holzleitner, da bin ich wirklich, Sie haben das jetzt in viele Fragen gepackt, aber Sie müssen ja im Herbst dann eine Antwort liefern. Also eine Antwort auf das, was Wissenschaftler seit 10 Jahren beschäftigt, müssen Sie bis Herbst liefern. Das ist eine große Herausforderung. Eine zweite Sache noch zur Klimaneutralität. Wir müssen wirklich aufpassen mit Double Claiming und Double Accounting. Also wenn der, wie Herr Bing sagt, der Lebensmitteleinzelhandel oder das Unternehmen sagt, mein Mineralwasser ist klimaneutral. Okay, dann kann man das so rechnen. Nur dann ist der Bauer, die Bäuerin hat das verkauft. Das gehört dann nicht mehr dem Sektor Landwirtschaft. Es ist dann rübergewandert in den anderen Sektor. Das heißt, wenn Sie dann auf EU-Ebene oder deutschlandweit ein Monitoring machen oder eine Evaluierung, müsste das rausgerechnet werden. Oder es müsste irgendwie Corresponding Adjustments müssten stattfinden, damit das überhaupt mal irgendwo gelöst wird. Halte ich für sehr, sehr schwierig. Und jetzt vielleicht ganz schnell die Antwort auf die Frage. Absolut, also das, was wir hier diskutieren, hat absolut internationale Relevanz. Und ich habe 15 Jahre in den Tropen gearbeitet, zu Bodenfruchtbarkeit in den Tropen, womöglich noch viel mehr als in Deutschland. Also in tropischen Böden und tropischen Systemen haben wir hohe Verluste, Degradierung von tropischen Böden, ein Riesenproblem, aber damit auch ein riesiges Potenzial, noch viel mehr in Sachen Bodenfruchtbarkeit, Aufbau von Humus und CO2-Speicherung zu machen. Aber, und das möchte ich jetzt, ich möchte Gottes Willen nicht den Eindruck hinterlassen, ach, Deutschland kann sich da in den Tropen freikaufen. Nein, das würde dann auch diesen Ländern gehören. Und die würden das auf ihre NDCs, also auf ihre Ziele anrechnen. Und so muss es sein und dann ist es auch gut so. Das heißt, da ist ein riesiges Potenzial, was vielleicht über eine Lieferkettenverantwortung von uns adressiert werden könnte. Aber freikaufen muss immer als falsche Option mitgedacht und verhindert werden. Herr Holzleitner, Ihre Aufgabe wird immer größer von Schritt zu Schritt. Aber ich würde gerne nochmal Ophelia Nick fragen, nach dem, was Sie jetzt gehört haben in der Diskussion. Was schält sich daraus für Sie, wo man ansetzen könnte? Ist diese Messung mit den Preisen nochmal im Hinterkopf oder sind es tatsächlich eher die Maßnahmen? Was nehmen Sie gerade mit jetzt von den vielen Vorschlägen? Oder Fragen. Ja, genau. Also wenn ich auch nochmal auf Herrn Sommer zurückkomme, das Verrechnen ist, glaube ich, das große Problem. Weil ich glaube, wir, wenn wir alle als Bürgerinnen und Bürger sagen, wollen wir natürlich Klimaschutz haben. Und wenn wir dann eben die Wasserflasche, in dem Beispiel waren wir ja dann, und denken, wir haben jetzt, das ist alles okay. Und wenn man genau hinguckt, dann ist es eben nicht in Ordnung. Und das kann man ja dann auch Greenwashing nennen oder so weiter. Und wir sollten wirklich bei angesicht der doch schwierigen Aufgabe, die Klimawende da, also das zu begrenzen, die Klimaerhitzung, da wirklich nicht auf halbseidene Sachen mehr zurückgreifen. Dass es natürlich honoriert werden muss, ist die andere Frage. Und da müssen wir natürlich uns Gedanken machen, in welcher Art wir das tun. Aber ich glaube, das ist nochmal das ganz Wichtige. Und ja, ganz klar, die Maßnahmen müssen honoriert werden und nicht die Messung. Ich finde, das war auch nochmal klar, was kostet diese gesamten Messungen? Wir können das nicht
dann klar sagen, wie ist das über die nächsten Jahre. Aber ich glaube, wir können schon überschlägig sagen, was ist wirklich eine humusaufbauende Maßnahmen, natürlich auch immer Bäume und was alles ist. Und wenn wir für diese Maßnahmen nochmal Geld in die Hand nehmen, ist das gut. Ich war heute Morgen mit dem niederländischen Botschafter. Die zum Beispiel nehmen relativ viel Geld in die Hand, aber sie machen eben keine Querfinanzierung. Ich kann jetzt für unseren Haushalt sagen, das ist angespannt. Wir würden natürlich auch gerne, deswegen müssen wir weiter sehr genau darüber nachdenken. Und ich glaube, innerhalb der EU, deswegen ist der Gedanke ja auch nicht falsch, das als Thema zu setzen, Humusaufbau, Klimaanpassung, Klimaschutz. Aber wir sollten es uns wirklich nicht einfach machen und wir dürfen dem Verbraucher nichts vorspielen, was wir nicht halten können. Weil einfach ist das nicht. Und diese Herausforderung, diese Ernsthaftigkeit, die verlange ich, glaube ich, von allen, die damit umgehen, dass wir wirklich in dieser Ernsthaftigkeit über dieses Thema sprechen. Und da bin ich auch ganz begeistert an diesem heutigen Nachmittag, weil das, fand ich, haben wir doch in vielen Dingen erreicht. Ganz herzlichen Dank für die klaren Aufgaben. Maßnahmen, keine Messungen, keine falschen Versprechungen und auch nicht Landwirte für irgendwas messen zu bezahlen, wo sie eigentlich das Geld für die Maßnahmen bauen, wie die Weidemilchbauern immer 2 Cent oder so dafür kriegen, dass sie es dokumentieren, aber damit die Maßnahmen, die ja auch klimafreundlich sind, gar nicht bezahlt sind. Also das läuft ja dann doch auf eine gute Lösung zusammen, dass wir den Humus in den Boden kriegen, ohne dass wir dabei vielleicht zu viel messen, aber Fairness schaffen für die Landwirtschaft und keine Erleichterung für andere Branchen, die ihre Klimaziele dann nicht erfüllen. Ich hoffe, dass es eine gute Lösung geben wird im DG Klima, also im Generaldirektorat Klima, im Austausch mit der Landwirtschaft und natürlich auch auf Bundesebene. Und ich lade Sie alle ein. Ich habe nicht alles lesen können. Ich habe nur gesehen, es gibt wahnsinnig viele Links und gute Fragen und gute Antworten und gute Argumente im Chat. Vielleicht kann man den kopieren und auf der Webseite von Martin Häusling die gesammelten Links nochmal verteilen. Ich glaube, es braucht eine Anschlussveranstaltung zur Pflanzenkohle. Das Wort ploppte immer wieder auf und es gab dazu ganz, ganz viele Fragen. Vielleicht muss man das nochmal mehr Zeit diskutieren. Aber dieses Paket von Maßnahmen, nicht Messungen, keine falschen Versprechungen und kein Freikaufen anderer Branchen, das überreiche ich jetzt sozusagen einmal an Martin Häusling als Gastgeber und ja, als vor allen Dingen ein Mitglied im Europäischen Parlament, das diesen Prozess jetzt weiter begleiten wird. Martin Häusling, ein Schlusswort wünschen wir uns. Ja, und die Lösung jetzt für die ganzen Probleme. Ach, bitte auch, mindestens. Nein, wenn ich mir die Debatten anschaue, sowohl auf dem Chat als auch in Fragen und Antworten, dann sehe ich ja, das ist ja, wir haben ja eine wahnsinnige Diskussion, die wir lange nicht mehr hatten. Es geht dabei auch natürlich immer um den besten Weg und wo kann man sinnvoll investieren und was muss man unterstützen. Und die Diskussion müssen wir auf jeden Fall weiterführen. Das wird ja nicht zu Ende sein, wenn die Kommission das Papier auf den Tisch legt, sondern dann wird es erst richtig losgehen. Und was wir heute zeigen wollten mit der Diskussion ist ja, dass wir uns das nicht nur an einem Punkt, sprich Ackerboden, anschauen müssen, sondern das Gesamtsystem Landwirtschaft im Blick haben müssen. Und welche Maßnahmen sind denn da wirklich am wirkungsvollsten? Und ich betone es nochmal. Also wenn ich sehe, Moorböden erhalten, wieder vernässen, was das für ein Potenzial hat, da stehen alle anderen Sachen erstmal im Hintergrund. Agrarforstsysteme aufbauen, jetzt wird es bei den Eco-Schemes honoriert, aber mit einem relativ kleinen Beitrag. Also es ist eine lange, lange Zeit, die wir da brauchen, um da was zu ändern. Aber wir haben auch durchaus, und das will ich hier nochmal in die Diskussion einwerfen, weil das so ein bisschen aus dem Blick kommt. Die Zahlen hat mich auch selber überrascht, dass 2% des globalen CO2-Ausstoßes produziert sozusagen die Stickstoffherstellung für die konventionelle Landwirtschaft. Das ist ein Punkt, ja, als mehr als manche afrikanische Staat produziert. Und das andere ist, dass wir 10% unserer Flächen, weil eben mal kurz Südamerika angesprochen wurde, nutzen, also 10% der Flächen ausgelagert sind sozusagen nach Südamerika und wir da Soja anbauen. Und das aber in keiner deutschen Klimastatistik auftaucht, in einer europäischen, sondern das rechnen wir ja den Argentinern und den Brasilianern an. Also da müssen wir auch global denken, dass wir nicht so eine Verlagerung hinbekommen. Okay, wir machen es für uns besser, aber das Futtermittel importieren wir dann von weiß ich woher. Und ich denke, diese ganze Diskussion kommt auf jeden Fall noch mal wieder. Und die werden wir auch noch mal inhaltlich an vielen Punkten noch mal detaillierter herausarbeiten. Gerade auch die Frage,
nach der Pflanzenkohle, die ja wirklich, man konnte ja gar nicht so schnell lesen, wie da die Sachen reinkamen, die werden wir auch nochmal genauer beleuchten, ja, weil das ist natürlich interessensgeleitet und an vielen Punkten natürlich auch die Diskussion, die in letzter Zeit darüber lief. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Tanja Busse bedanken, die hier wirklich wieder wunderbar moderiert hat und die wichtigen Fragen gestellt hat. Ich darf mich bei dem Podium bedanken, was jetzt hier die politische Debatte wirklich sehr detailreich und gut geprägt hat. Wir werden uns bestimmt an vielen Punkten wiedersehen, weil alle Akteure, die hier sind, werden auch nachher mitarbeiten müssen bei dem, was sich die Europäische Union dann vorstellt darunter. Um es hier nochmal deutlich zu sagen, es geht uns nicht darum, und das kam ja teilweise im Chat auch, dass wir das wieder alles in Bausch und Bogen als Grüne hier nicht diskutieren wollten. Es geht uns einfach, weil die Gefahr des Greenwashings relativ groß ist dabei, die sinnvollsten Maßnahmen am Ende rauszuarbeiten, nicht pauschal zu sagen, das wollen wir nicht. Das ist ja auch nochmal sehr deutlich zu sagen. Und unsere Wissenschaftler im ersten Panel haben uns ja gezeigt, dass es tatsächlich viele Möglichkeiten gibt und dass wir da nur jetzt auswählen müssen, wo geht's denn hin und wo arbeiten wir gemeinsam dran. Ich denke, Ophelia Nick hat es auch gesagt, wir müssen uns natürlich auch damit beschäftigen, wie kriegen wir in ein paar Jahren denn die GAP-Diskussion in eine andere Richtung gelenkt, dass wir nicht so zwei Systeme nebeneinander haben, sondern dass wir da auch gucken müssen, investieren wir eigentlich das Geld der GAP richtig oder ist das nicht ein Prozess, der an manchen Punkten gegenteilig von dem ist, was wir eigentlich politisch wollen. Ich darf mich auch, wie gesagt, ganz herzlich bei unseren ersten Panel-Teilnehmern bedanken. Ich darf mich aber, das möchte ich nicht versäumen, bei meinen Büros bedanken, bei Lara Schmidt in Berlin, bei meiner Mitarbeiterin in Wiesbaden, die das ganz hervorragend mitgemanagt haben. Ina Möhlenhaft, dir auch ganz herzlichen Dank. Und ja, versprochen ist, werden wir auch halten. Wir werden diese Diskussion fortsetzen. Ich sehe, wir haben nicht viele Diskussionsteilnehmer verloren unterwegs. Das zeigt immer, dass die Diskussion für viele spannend war. Und das zeigt auch das hohe Interesse, dass wir dann da auch anknüpfen können. Und ja, wir zeichnen alles auf. Das ist, glaube ich, auch, wir gewährleisten auch, dass sozusagen das, was in den Chats war, festgehalten wird und dass wir auf die Punkte beim nächsten Mal eingehen. Vielen Dank für Ihr Interesse und dann bis zum nächsten Mal.